Hallo, liebe Menschen, die in der Art und Weise den Feelgood-Podcast konsumieren. An dieser Stelle kurze Message von mir daheim. Ich habe mich extra rausgeputzt für euch. Und möchte an dieser Stelle mich wirklich mal von ganzem Herzen bedanken, dass ihr so fleissig den Podcast loset und schaut. Die Zahlen sind ganz ehrlich jetzt schon deutlich besser als jemals erwartet. Und das freut mich wirklich von ganzem Herzen. Darum, wenn ihr wollt, bitte loset weiter. Schaut weiter, am besten abonniert meinen YouTube-Channel, dünnt irgendjemanden den Feelgood-Podcast abonnieren, sei es auf Spotify oder Apple Podcasts, dort kann man auch Bewertungen ablassen übrigens, also am besten 5 Sterne und irgendetwas nett schreiben, würde mich wirklich sehr freuen. Noch kurze News, ich bin immer noch auf Tour, das ist nicht wirklich News, mit meinem aktuellen Programm Feelgood Comedian und das geht bis Ende März. Und jetzt, der 17. Februar, Montag, wahrscheinlich gerade so um die Zeit herum, wo ihr das seht oder hört, ist meine neue Tour im Vorverkauf gegangen. Standauf heisst das gute Ding und wird ab Herbst 2020 in der ganzen Schweiz zu sehen sein. Bis Ende März gibt es für das Rabatt, wenn ihr Early Sale Tickets kauft. Klingt kompliziert, ist ganz einfach. Bis Ende März Tickets kaufen und der Code STANDUF20 am Stück, STANDUF20, eingeben und dann gibt es 20% Rabatt auf jedes gekaufte Ticket. Würde mich also sehr freuen, wenn jemand von euch dort hin würde kommen, wenn ihr findet, das ist mir viel zu anstrengend, ich will euch nicht raus, um den zu sehen. Verstande? Dann könnt ihr sehr gerne etwas von meinem Shop kaufen. Das wäre doch eine Alternative. Auch dort gibt es 20% mit dem Code FEELGOOD am Stück. FEELGOOD. Alles groß geschrieben. Einfach auf meine Webseite gehen, joelvonmutzenbecher.ch. Dort auf Shop klicken, irgendetwas Tolles aussuchen. Wir haben ganz tolle Sachen. Wir haben T-Shirts, Pulli, Beanies, wir haben Kondom. Wir haben Schottgläsli, also alles, was braucht für eine gute Party. Und eben, dann der Code eingeben und dann gibt es 20% Rabatt auf alles dort gekauft. So viel in dem Moment von mir. Ich möchte wirklich nicht lange stören, sondern wünsche jetzt ganz viel Spaß mit Marc Riemer. Und nochmal danke vielmals fürs fleissige Losen und Schauen und bis bald. Bumm, da Lust. Sind wir. Sehr zum Wohl. Du mit einem du mit einem Wasser mit und ich mit einem Kaffee. Es ist für die Podcast-Zeit ist es eher früh, mein Verhältnis. Aber ist das so? Ja, aber du bist momentan sehr, sehr busy. Ich muss noch waschen heim. Wirklich wahr. Mir ist die Wäsche ausgegangen. Wirklich? Jetzt bin ich irgendwie 3 Tage im Hallenstadion gewesen und habe das ganze Zeugs gebraucht. Und jetzt irgendwie habe ich gemerkt, warte, ich bin bis am Sonntag noch dort. Also müsste ich ein paar Unterhosen noch waschen. Hey. Nicht umkehren, nicht der Klassiker. Nein, das kommt nicht gut. Nein. Marco Riemer. Sieht nicht schön aus. Entschuldigung. Vielen herzlichen Dank, bist du zu Gast im Feelgood Podcast. Eine grosse Ehre. Und ich sag's immer wieder gern, du bist einer der Gründe, warum ich Comedy mache. Und zwar aus einem sehr speziellen Grund, weil du mich ermutigt hast, es zu machen. Weil wir haben es kennengelernt, bevor ich überhaupt Comedy gemacht habe. Mhm. Radio-Interview. Dann hast du mich eingeladen, eine Show. Dann sind wir noch etwas getrunken. Bis am 5 Uhr morgens. Ja, so. Sehr spät, genau. Und dort habe ich eigentlich so zum ersten Mal laut ausgesprochen, den Wunsch. Ja, weißt du, ich will vielleicht auch mal und so. Und dann hast du als Erster gesagt, hey, einfach machen. Mhm. Keine Angst haben, auf die Bühne. Und ich habe, dank dir habe ich auch nie Angst gehabt auf der Bühne. Ehrlich? Ja. Ah, super. Ich finde das etwas wahnsinnig Wichtiges. Ich glaube, schlussendlich ist Begeisterung das Wichtigste. Ist der beste Antrieb, der Motor. In dem Moment, wo du Lust hast auf etwas und wirklich das auch tief innen spürst, dann hast du eine grosse Chance, im Prinzip ja, eben nicht nur Träume zu leben, sondern sie auch in Tat umzusetzen. Und ich habe das an dem Abend bei dir ziemlich gespürt. Ja. Also ich meine, schon während dem Interview hat man gemerkt, dass du das Talent hast. Weil es fällt mir etwa die auf, so, wenn du mit gewissen Leuten zu tun hast bei Morningshows, ist es entweder sehr bemüht, sehr bemüht lustig, oder eben sehr spontan. Also im Sinn, wo du merkst, wow, das ist ein riesen Potenzial da. Und dir ist es ja auch ein Stück weit in die Wiege gelegt worden, wie bei mir auch.
Wir haben, ich glaube, zwei sehr spannende Väter. Gute Mütter haben uns das Wichtige auf den Weg gegeben, Kraft. Yeah. Und die Väter wahrscheinlich so ein bisschen das Lockere, das Soziale im Sinn von sich in einem Umfeld zu bewegen und aufzufallen. Und ja, und das spürt man dann irgendwie. Da ist man dann ein Stück weit wie seelenverwandt. Ja, auf jeden Fall. Darum ist es auch ein langer Abend geworden. Definitiv. Meine Mutter sagt ja, das letzte Mal hat sie gesagt, weißt du, alle sagen immer, er hat es vom Vater dabei, er hat es von mir. Genau. Es ist aber wirklich so, meine Mutter hat auch immer gesagt, ja nein, du bist wie der Papi, weißt, ich bin ja gar nicht aufgefallen. Da habe ich immer gesagt, Mami, die Sache ist die, der Papi ist zwar immer so in den Raum reingekommen und hat ihn sofort gefüllt mit seinen Sprüchen und mit seinem Sein, aber wenn du gekommen bist, hat man gemerkt, dass du jetzt kommst. Yeah. Weil du hast den Raum mit deiner Präsenz, mit deiner Art gefüllt. Und sie ist eine sehr starke, stolze Frau. Und auch, die sehr respekteinflößend ist, also im positiven Sinn. Sie war eine sehr gut aussehende, tolle Frau gewesen. Also auch heute noch, auch mit 81. Und ihr Urteil ist mir immer sehr wichtig. Darum bin ich ein bisschen jetzt zerstört war, dass sie gestern an der Premiere von Art und Ice eigentlich mich nicht gesehen hat, die Stimme gehört, aber aufgrund vom Licht und von der ich sage jetzt, akustischen Umsetzung oft, ich glaube, nur 10% mitbekommen hat. Aber ich sehe also gut gewesen. Was jetzt gerade, hat sie nicht gesehen? Nein, irgendwie sind genau die Skiwerfer so, weißt, so flach reingefräst, auch die Tänzer hat sie teilweise nicht gesehen. Yeah. Es war ein super Platz am Anfang, da habe sie gefunden, wow, so fast so podestmässig, oder? Gut. Und nein, für mich ist meine Mami ganz, also ist matchentscheidend. Mhm. Ich sage ja so, dass die Art und Weise, wie ich bin und die ich habe, das habe ich wirklich von meinem Vater. Aber die innere Kraft, die habe ich von der Mutter. Und ist vielleicht in unserem Beruf viel wichtiger, weil man ja muss auch mit Niederschlägen können umgehen. Und immer wieder aufstehen und den Mut haben, weiterzumachen. Das habe ich von meiner Mutter. Ja, weil der Vater ist so das Offensichtliche. Genau. Oder? Und, genau. Und die Mutter ist das, was man mit der Zeit auf einmal feststellt, ja, und merkt, was da alles eigentlich eben mitgegeben worden ist. Mhm. Und wenn du so von Niederschlägen etc. redest, du bist für mich das Paradebeispiel von die Menschen kriegen ja nur mit ab dem Moment, wo man Erfolg hat. Mhm. Aber du hast 10 Jahre lang hast du vor quasi niemandem gespielt. Ja. Also nicht im Netz. Ja, ja, nein, es war so gewesen. Also wo der Marcello und ich angefangen haben, die erste Vorstellung war gigantisch gewesen. Da sind ja alle gekommen, die im Schwimmclub, im Skiclub, im Lichtathletik Athletikclub sind mit uns und da haben wir das Gefühl gehabt, jetzt haben wir es geschafft, jetzt sind wir 7 Siege. Und nachher ja, hat es dann wirklich angefangen, also mit Kleintheater, da haben wir 30 angeschrieben gehabt. Und ich glaube, von diesen 30 Briefen sind heute etwa noch 29 unterwegs, weil wir nicht einmal eine Antwort bekommen haben. Die eine Antwort war eine Absage. Immerhin. Immerhin. Das war also nicht gewesen. Und dann haben wir es aber gleich dann irgendwie geschafft, so ein, zwei Auftritte zu machen. Also über ein Kleinkunstfestival, das heisst, Kleinkunstbörse, dass wir dann aufgefallen sind. Und dann haben wir ja vor 6, 7, 8 Leute gespielt, sind einmal am WC-Fenster gegangen und ach, da kommt einer, da kommt einer, nein, geht weg, nein, geht durch. Und das hat so seine Zeit gebraucht und so haben wir langsam dann unser Publikum können, unsere Arbeit, aber es war trotzdem eine super lässige Zeit gewesen. Wir sind einmal immer miteinander heimgefahren, ein Kasperli-Theater gespielt, Jörg Schneider. In der Elli-Paul-Bühne. Das sind meine grossen Idole. Also, nebst dem Emil natürlich und C.S. Kaiser und Rotstift. Ich habe Kasperli-Theater so geliebt. Yeah. Und vor allem der Paul-Bühne, weil der Paul-Bühne wahnsinnig mit seinen unglaublichen Stimmen geschafft hat. Wann ist das gesehen? Aber so. Ja, ja, so. Ja, yeah. Das hat er einmal gemacht. Dumm, dumm, wobobum, guli, guli, wobob. Ich bin der Häuptling Krambambuli. Oder, ja, jetzt bin ich wieder einmal da, du kleine Scheibe. Der hat so wirklich alle möglichen Dings können anmachen, oder? Alle möglichen Stimmen. Und der hat mich total beeindruckt. Und dann hat es irgendwie dann so nach 7 Jahren von einhängen und dann haben wir so den ersten Erfolg gehabt.
Und dann ist das Schweizer Fernsehen so langsam gekommen. Hat es noch eine Abteilung gegeben unter dem Hans Mehringer, Kabarett-Szene Schweiz. Ah. Ja, ja. Und da haben wir dürfen im Kleintheater mit in einem Gesamtprogramm auch zwei Nummern zum Besten geben. Der Zahnarzt. Mhm. Und der ist dann so aufgefallen. Eben, ich meine, damals, ihr habt es viel schwieriger, finde ich. Man hat zwar viel mehr Möglichkeiten mit Medien, mhm. aber damals hat es natürlich noch Schweizer Fernsehen gegeben, ARD, yeah. die ganz gut ins ZDF mitbekommen. Und wenn du etwas gemacht hast am Schweizer Fernsehen, hat das nachher das Land gewusst. Also ich sage jetzt mal Deutschschweiz, nicht yeah. Pomfritz. Und das hat schon massiv geholfen, dass dann die Leute auch gekommen sind. Oder? Und dann Telstar noch, wo ich alles gesetzt habe. Ich setze alles. Frau, Kind und der Hund. Und dann haben wir den Durchbruch gehabt, effektiv. Aber die Zeit voraus, die war super gewesen. Ich will die nie mehr missen. Hat man die in, ich, weißt, wenn es mal nicht so läuft, dann romantisiere ich das extrem. Mhm. Weil man eben so Geschichten hört und wenn jemand so denkt, ja, weißt, irgendwann vielleicht hocke ich mal in einer geilen Hütte und sage, oh, weißt du noch, wenn ich da in der Basenkammer und Zeugs. Und ich mache das aber aufgrund eben von der Geschichte, die ich von euch höre, romantisiere ich das, weil ich so finde, ah, das gehört dazu. Hast du es in dem Moment auch wirklich so geil gefunden? Oder ist es dann eher so nachträglich, wo man sagt, es ist wie so ein Skilager. Im Moment ist es scheiße und dann nach einer Woche drauf findest du, oh, das war eigentlich schon toll gewesen. Das kann durchaus sein. Das ist durchaus möglich. Wobei ich muss sagen, also, man ist natürlich immer ein bisschen enttäuscht gewesen, wenn nicht viele Zuschauer gekommen sind. Yeah. Aber die Übung, Ich mag mich an einen Abend erinnern, das war in Aarau, wie hat das Kleintheater geheissen? Durchlaube. Ja, gibt es immer noch. Durchlaube, da haben wir vielleicht etwa 12 Leute gehabt. Mhm. Und nach der Vorstellung, und das haben wir noch viel gemacht, mit den wenigen Zuschauern, die wir hatten, sind wir nachher ein Glas essen oder irgendetwas trinken. Und damals haben wir denen gesagt, von den Zuschauern in der Durchlaube, wir machen Stichwort Bananensplit ab. Mhm. Und sie sind für immer und ewig eingeladen. Egal, wo wir spielen oder wo wir sind. Yeah. Sie können einfach an die Obikasse kommen und sagen, Bananensplit. Und heute noch kommen hin und wieder Leute, die sagen, Bananensplit. Und dann werden sie reingelassen. Jetzt natürlich mit dem Verraten von dem Stichwort, muss das Stichwort wechseln. Nein, aber... Und das sind natürlich irrsinnige Erlebnisse, wo und darum glaube ich auch, ist es nicht nur das Romantisieren, sondern es ist wirklich auch eine coole Zeit gewesen, so wie meine erste Wohnung cool gewesen ist und man hat kaum Kohle gehabt, aber irgendwie hat man gleich gut gelebt und man hat so die letzten 4 Tage irgendwie sich überlegt, wie bringe ich den Monat noch um, bis irgendwie wieder Kohle reinkommt. Ich habe eine Aushilfe gegeben als Lehrer. Mhm. Und das hat immer alles so knapp gelangt, aber es war super gewesen, trotzdem. Also und vielleicht darum auch die Freude, dass es dann irgendwie funktioniert hat. Weil natürlich habe ich immer daran geschafft oder dafür geschafft, dass wir dann mal bekannt sind und dass man mal die Häuser füllt und dann richtig kann davon leben. Und das ist mitunter auch ein Grund, warum ich kein Problem habe, wenn Leute um ein Autogramm bitten oder da bleibt man halt kurz stehen. Weil auf das hat man hingeschafft. Ja. Yeah. Und ich habe mal ein lustiges Erlebnis gehabt mit dem Robbie Williams. Der war damals in der Schweiz, in Zermatt. Und der, glaube ich, so einen guten Skilehrer gehabt. Und dann habe ich so als Jux gesagt, das war im Chefroni, also wenn er will, kann ich ihm ja ein bisschen vorfahren. Yeah. Ich sage mal, Skilehrer gsi. Und dann hat ihm das Management das gesagt und hat gefunden, a comedian, okay, yeah, great. Und nachher sind wir miteinander Ski gefahren und aus dieser Stunde sind nachher 3 Tage geworden. Und für ihn war es komisch, er ist immer mit einer roten Staubmütze rumgefahren, dass ich zwischendurch stehen bleibe und ein Foto mache. Und er so nebendran. Die Leute haben überhaupt nicht gewusst, wer er ist, oder? Also, logischerweise. Und dann hat er gesagt, wenn ich das könnte. Also, dann habe ich gesagt, ja, ich habe eben mit wenig Leuten angefangen und habe das aufgebaut. Und darum ist das für mich auch schön und der Kontakt auch wichtig. Mhm. Und bei ihm war es halt anders gewesen, von 0 auf 100 irgendwie. Das kannst du gar nicht haben. Millionen von Gruppis, oder? Und das macht Angst. Und dann, ich weiß auch nicht, ich wäre wahrscheinlich auch Droger dann gekommen.
Und dann hat er dann am zweiten Tag, am Ende vom zweiten Tag, dann traut die Dinge wegzunehmen. Und hat das total geniessen, dass die Leute so, hey, hello. Und, oder, und er, ja, kommen wir nur, können ein Selfie. Und das war recht beeindruckend. Ja. Ich habe daheim immer noch ein Foto, wo er sagt, das seien für ihn die drei schönsten Tage gewesen. Ich habe ihn auch so genommen, halt, wie er ist. Also, ich habe einfach gesagt, schau, er hat dort, damals so ein bisschen schauen, wegen Alkohol und so. Mhm. Und dann ist er immer so, sagen die Blasen rumgesessen, wo dann immer geschaut, was macht er. Und ich habe einfach das gemacht, was ich mache. Mhm. Ich habe halt meinen Wein getrunken und ich habe halt das gemacht, ja, wie ich bin. Und schlussendlich, ich glaube, entscheidend im Leben ist, unabhängig davon, ob du jetzt in der Öffentlichkeit stehst oder nicht, dass du ja, der bist, wo du bist. Und das Elternhaus drückt immer sehr stark durch. Da kommen wir wieder auf unsere Mütter, oder, wo uns dann auch den Boden gegeben haben, dass man nicht abhebt. Und das Glück habe ich natürlich mit einer super Schwester. Sie hat mir irgendwann einmal gesagt, ich war jetzt um die Mitte 30 gewesen, wo alles super funktioniert hat, aber ja, hat sie mir irgendwann auch gesagt, also, du bist mein lieber Bruder und ich liebe dich über alles, aber wenn du so weitermachst, wirst du ein Riesen an. Und der Weckruf war gut gewesen. Darum bin ich vielleicht jetzt auch ein bisschen schwerer geworden aufs Alter, dass ich die Bodenhaftung nicht verliere. Und ja. Nein, ich muss sagen, wenn ich so zurückschaue, hat der Weg eben genau gestimmt. Mhm. Also es war genau alles richtig gewesen, so wie es gelaufen ist. Auch mit allen Niederlagen und mit allem. Ja. Welche Zeit ist das gewesen, wo du Mitte 30 warst? Keep Cool, Köln. Familie. Ja. Zwei Kinder, Porsche-Fahrer, mit da, dem Flugzeug zu der Wochenshow. Im Wochenshow, ja. Eine Geliebte noch nebendran gehabt. Ich habe so alles gemacht, was man so muss machen. So wie es im Buch steht. Ja, und ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt dabei. Weil ich bin, nicht mehr, ich bin ja nicht mehr ich gewesen. Mhm. Ich sage, die schlimmste Erfahrung in meinem Leben war eigentlich die gewesen, dass ich mich verloren habe. Es hat eine Phase gegeben, ich habe mich verloren. Ich habe mich auch gar nicht mehr angeschaut im Spiegel. Ich habe mal die Zähne geputzt, bin unten untergetaucht, die Tüge und wieder unter dem Spiegel durch und raus. Ich habe mein Spiegelbild nicht mehr vertraut. Also und, du hast dich selber nicht anschauen können? So. Und ja, weil ich angefangen habe, so Konstrukt aufzubauen, also ein Lügenkonstrukt. Und zwischendurch bin ich im Flieger gesessen und gefunden, hey, wenn der sich runterfällt, dann ist ein Arschloch weniger auf der Welt. So ein Verhältnis hatte ich zu mir. Das war noch recht krass gewesen. Und eigentlich aber auch so, es kommt ja das eine zum anderen dazu. Es ist ja so wie, ich bin wie in einen Strudel reingekommen. Das ist dann auch passiert. Mhm. Darum werte ich das auch nicht, wenn jemandem das passiert oder so. Ich kann eine Haufen Geschichten zuhören und kann auf das dann eine Antwort geben, weil eigentlich die Leute mir eine Geschichte erzählen, die ich selber erlebt habe. Yeah. Darum sage ich, ein Haufen Psychiater hören die Leute zu und haben die Geschichten aber schon mehrfach gehört. Mhm. Und darum können sie ihnen vielleicht in der Frage-Antwort-Situation dann auch einmal einen guten Tipp geben oder etwas mitgeben, was sie können überdenken können. Aber auch diese Zeit möchte ich nicht missen. Es war alles gut gewesen. Ich habe heute Haufen, wenn ich schreibe und ja, für was auch immer, für einen Film, kann ich das eben auch mitnehmen. Yeah. Ich habe jetzt gerade einen Film geschrieben, das heisst DVD meines Lebens. Mhm. Und da geht es darum, dass sich einer verloren hat. Und er kommt dann um, bei einem Unfall. Liegt auf der Erde, also im Koma, Wachkoma. Und ist aber auch noch parallel im Himmel. Und ist gar nicht unglücklich, dass es jetzt fertig ist. Yeah. Und dann stellt sich die Frage, was hätte sie denn gemacht, wenn? Oder was hätte ich gemacht, wenn? Und dann kann er ein Haufen verschiedene Situationen von seinem Leben anschauen, die anders gekommen wären, wenn er sich anders entschieden hätte. Mhm. Und ganz zum Schluss kommt er eigentlich wieder auf den Punkt, dass er sagt, nein, ich hätte genau das Leben wollen leben, das ich gelebt habe. Bis auf einen kleinen Moment. Und das war der, wo er sich eben nicht von der Frau verabschiedet hat, sondern den Moment, wo er gesagt hat, ich hätte ihr gerne gesagt, ich liebe dich. Mhm. Und das würde ich gerne noch einmal zurückhaben, dass ich diese Chance bekomme.
Mehr erzähle ich nicht, weil das ist ein schönes Ende, aber... Und das kann ich alles nutzen, oder? Ich erzähle eigentlich nur Geschichten von mir. Auch im Gabere. Es hat alles mit mir etwas zu. Oder mit Begegnungen. Wenn mir jemand etwas erzählt, dass ich finde, boah, das ist jetzt eine spannende Geschichte. Darf ich sie zu meiner Geschichte machen? Mhm. Mit meinen Erfahrungen. Ja, das ist ja auch etwas, was fast der Auftrag ist von einem Künstler. Dass er erlebt, wiedergibt. Und nicht nur eben sein eigenes, sondern einfach Geschichten erzählt, die erzählt werden müssen. Weil es kann ein Mensch sein, der eine großartige Geschichte hat, aber nicht die Möglichkeit hat, die zu erzählen. Ja. Ja. Und eben, wenn man dann sagt, darf ich das erzählen? Darf ich das? Ich finde es so spannend, dass... Kannst du das Mikrofon ganz bis offen nehmen? Ja. Was ich auch so spannend finde, ist im Prinzip, man wird ja jemanden gefragt, ja, aber wo holen sie all die Ideen denn her? Mhm. Da denke ich immer, aus dem Leben. Also eigentlich ist es total einfach. Mhm. Es liegt alles auf der Strasse oder in der Begegnung oder was auch immer. Mhm. Also, und vor allem das Privileg zu haben, dich mit deinen eigenen Geschichten dürfen noch einmal auseinanderzusetzen, mit deinen Unzulänglichkeiten. Wir sind ja alle nicht perfekt, die auch zu überhöhen, darüber zu lachen. Und die Zuschauer gehen vielleicht dann nachher auch und sagen, hey, das ist ja wie bei uns, auch innerhalb von einer Beziehung. Ja. Das ist ein sehr sinnvolles Privileg. Darum ist es noch recht spannend. Ich bin immer, wenn ich zu Kollegen gehe, Programm schauen, also auch zu dir oder so, dann lege ich Professionalität eigentlich sehr, sehr schnell ab. Eigentlich schon der Garderobe vom Theater. Mhm. Weil dann interessiert mich nur noch Geschichte, die mir dann erzählt wird. Und ich werde ja, zum Zuhörer, Zuschauer und kann mich komplett ergeben und mich über das dann freuen, was passiert. Und es geht auch gar nicht darum, ob einem mal eine Performance gefällt oder nicht gefällt, sondern es geht darum, dass man auch lernt zuhören. Das habe ich jetzt so, ich meine, ich rede ja viel. Aber das, was wirklich matchentscheidend ist, glaube ich, habe nicht gemerkt. Nein, das matchentscheidend ist zuhören. Ja. Zuhören. Und mit dem Älterwerden ist das so eine Sache, wo man kann besser zuhören kann. Was erzählt er mir eigentlich? Mhm. Und es entspannt auch enorm. Weil man nicht das Gefühl hat, man muss ständig abliefern. Also wenn man jung ist, oder hast du das Gefühl, man ist. Und je älter das man ist, desto mehr zurückhaltender ist man auch. Das ist mir aufgefallen damals bei Gabarettisten, oder, als ich noch jung war mit dem Marcello. Wir haben immer das Kalb gemacht und geplant und die anderen sind oft relativ ruhig und entspannt im Ecke gesessen. Und ein Smile auf den Lippen gehabt. Und dann, und dann haben die abgedruckt auf der Bühne. Und ja, wir haben unsere Energie schon vorne verschossen. Also das musst du irgendwie noch kompensieren, oder? Ja. Aber ist eben schön. Ich habe es in diesem Podcast schon mal erzählt, das ist ja für mich einer der schlimmsten Übungen gesehen, wo du bist, mich schauen. Nein. Doch. Das Luzern, im Stadtkeller. Ja. Super. Ich habe es super gefunden. Es hat wenig Leute gehabt und die erste Hälfte ist nicht gelaufen. Und ich so, nein, und der Marco ist da, oh mein Gott. Und die zweite Hälfte habe ich irgendwie noch so ein bisschen rumgekriegt. Aber also für mich ist es recht eine nervenaufreibende Geschichte. Aber weißt du was, das ist so interessant, weil... In meiner Erinnerung ist das überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist die Empfindung, die man selber auch hat. 100%. Sitzt jemand drin, wo man mag und man will zeigen, was man drauf hat. Bei mir ist es komplett übergekommen. Ich habe auch nicht gefunden, dass es nicht gut besucht war. Klar, es hätte noch vielleicht ein paar Leute mehr dürfen, aber ich weiss, es hat einen super Frauentisch gehabt, mit dem hast du nachher auch noch gearbeitet. Und, ja, stimmt, die sind abgegangen. Das war super. Ja. Ich habe mich köstlich amüsiert an dem Abend. Das war super. Yeah. Und erst danach natürlich wieder, oder? Das ist noch recht interessant. Ich habe auch so Vorstellungen, wo ich finde, so, mein Gott, hey, nein, jetzt ist der da und jetzt, oh nein, es läuft gar nicht. Und dann, nein, wieso? Ist doch super. Ja. Yeah. Nein. Ja, das ist dann eben, ich habe dann auch gemerkt, dass es mein eigenes Empfinden ist, weil die zweite Hälfte ist wirklich gut gelaufen und die Stimmung ist da gewesen. Und trotzdem noch hat es mega unhappy. Ja. Und Soll dir nicht anders gehen, wie der anderen auch. Nein, aber das ist ja zum Glück, so vom Empfinden her, etwas, wo sich mit der Zeit auch ein bisschen legt. Mhm. Und das habe ich auch von dir gelernt, dass
auch dort, man macht sich in seinem Kopf, macht man sich so viele Gedanken, wo man sagt, das muss es so sein. Ich muss vor der Vorstellung, muss ich völlig angespannt sein und ich muss jetzt eben irgendwelche Rituale kreieren, die überhaupt nicht nötig sind, sondern du musst das machen, was für dich stimmt. Mhm. Und bei dir, einmal sind wir hier im Volkshaus gesehen, und dann sind irgendwie 30 Leute hinten und es ist ein riesen Fest. Und dann sagst du, oh, Achtung, ich muss schnell auf die Bühne. Und zwar wirklich so 5 vor 8. Und das gerade noch knapp alle Zeit haben zum Ansitzen. Und es ist überhaupt nicht, hey, eine Stunde vorher, genau. Niemand mehr da, ich muss in mich gehen und so. Mhm. Weil ich das Gefühl habe, es gibt Menschen, die sind geboren, um das zu machen. Wir sind Unterhalter. Und eben, dann kannst du das auch machen und dann musst du dir nicht selber Hürde setzen, sozusagen. Wie das Wort eben sagt, Unterhalter, wir unterhalten uns gern. Mhm. Und dann reden wir miteinander. Und dann ist für mich das, was nachher auf der Bühne passiert, eigentlich nur noch die Fortsetzung von einer Unterhaltung, die ich dann halt aufgeschrieben habe. Oder ich habe mich unterhalten über Sachen, die ich gesehen habe oder die ich mitbekommen habe. Und wenn die Vorbereitung stimmt, dann kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja. Klar, ich habe bei einer Premiere gespürt eine gewisse Anspannung, weil es ist ja dann doch viel Holz, wenn man so 2,5 Stunden draußen steht. Und aber auf der anderen Seite, ja, ich finde das noch recht spannend. Eben hat so jeder seine eigenen Rituale oder er braucht vielleicht eine Stunde, wo er Ruhe. Mhm. Ich Gott sei Dank nicht. Yeah. Es gibt Künstler, denen ist Konzerte schlecht. Dann würde ich eigentlich mit dem Beruf aufhören. Denkst du das auch immer? Ja, Ich denke, wenn ich so Menschen sehe, denke ich, warum machst du das? Ja. Nein, vor allem jeden Tag, weißt du? Wieso tust du dir das an, oder? Ja. Ich habe eine Nummer bei Art und Ice, da hänge ich an einem Trapez und drehe mich ein. Und nachher dreht es mich und ich mache den Text. Und in einer Generalprobe habe ich schnell gedreht. Ich habe gemeint, ich kiesen auf das Huren Eis runter. Und dann habe ich gedacht, müsste ich nicht haben. Wenn ich wüsste, ich hätte jedes Mal die Nummer, ich würde sie raus tun. Ja. Weil das braucht es nicht. Ich brauche etwa eine halbe Stunde, bis man nachher wieder einigermaßen wohl ist. Gestern habe ich gut gedreht. Boah, aber das ist so etwas. wie drehst du denn? Ja, ich muss dann abdrehen. Und dann, bei den Eiskunstläufern, die sind anscheinend so nach 14 Tagen, wenn sie ihre Pirouette nicht mehr gemacht haben, haben sie auch das Schwindelgefühl. Da denke ich immer, ja, okay, kein Wort. Ich meine, die drehen ja in einer Kadenz, das ist ja brutal, oder? Und ja. Nein, das ist. Ich sage immer, also, gerade bei der Komik, es muss etwas sein, wo Spass macht. Also Freude, Begeisterung. Ja. Das Wichtigste. In dem Moment, wo du dich nicht mehr hast, musst du dir eine Auszeit nehmen oder dir halt mal ein paar Gedanken machen. Mhm. Ja, wenn du vorher die Zeit anschaust, die du vorher angesprochen hast, wo du eben quasi dich selber verloren hast, was hat es denn gebraucht, dass du dich wieder gefunden hast? Es dann so abdroschen. Aber ja, ich habe brutal auf den Deckel bekommen natürlich auch, oder? Einerseits kommt der Weckruf, also das war schon mal etwas von meiner Schwester. Und nachher sind es Ereignisse, die über mich ja, zusammengebrochen sind. Mhm. Das war damals in Köln, da hatten wir einen Geschäftsführer gehabt, der ist dann mit der Kohle auf und davon. Und dann haben wir schauen, dass wir irgendwie überleben. Also wer dir? Also Keep Cool Produktion, ja. Weil wir haben ja das auswärts gegeben. Mhm. Und dann hast du... Da kamen die ersten Wellen und das waren Tsunamis, also unzahlte Rechnungen. Und da habe ich mal meinen Vermögensteil oder anderen Teil, Gott sei Dank meiner Frau gegeben, habe ich dann mal aufgebraucht. Mhm. Aber dann ist es weitergegangen. Und dann denkst du so, warte mal, ich habe 15 Jahre jetzt eigentlich ganz gut Geld verdient, aber das ist jetzt weg. Und dann bei der Wochenschau ist es zwar gut gelaufen, aber die hat mich dann nicht angemeldet gehabt. Also die haben die Quellensteuern gezahlt. Ja. Da steht das Finanzamt. Die berühmte Quellensteuer. Genau. Dann habe ich eine McDonalds-Werbung abgesagt. Ich hätte die Kohle wirklich brauchen können, aber die haben damals keine Sozialabgaben geduckt für ihre Angestellten. Dann haben gesagt, das mache ich nicht. Für so ein Unternehmen mache ich keine Werbung. Mhm. Du warst stolz gewesen, aber ja, so Held. Dann ist das Management verrückt worden. Dann haben die,
Ja, so ist das eine zum anderen gekommen. Und da habe ich Heimweh bekommen, weil da hat sich noch meine Ex-Freundin dann noch getrennt, zu allem. Also, und da habe ich Heimweh bekommen. Also, die Geliebte oder die Frau? Die Geliebte, klar. Ja, es kommt alles. Und es war aber gut gewesen. Sie hat mir es im Prinzip genau so zurückgezahlt, wie ich mich bei meiner Frau verhalten habe. Mhm. Eben Karma. Ja. Mich beschissen. Das erste Mal wirklich beschissen worden. Betrogen. Eben, so etwas braucht es denn eigentlich? Es braucht es. Es braucht es alles. Ich kann heute, wenn ich zurückschaue, wirklich darüber lachen. Mhm. Das Einzige, wo ich nicht darüber lachen kann, oder wo mich mag, war also die Phase gewesen, da war mein Vater schon recht angeschlagen gewesen. Also er hat Geschäftsführung gemacht und hat gemerkt, dass etwas faul ist. Und dort hat ja dann der Treuhänder plus Buchhaltung plus der Geschäftsführer, die haben so einen Dreieck, haben die ihre Geschäfte tätigt. Mhm. Und ich habe nur irgendwann einmal, als ich von einem Taxifahrer in den Tanzbrunnen gefahren wurde, ah ja, da arbeiten ja die Verbrecher. Und ich so, Entschuldigung. Ah, machen alle Russengeschäfte, das weiß man noch in Köln. Mein Papi, du Papi, kannst du mal schnell. Und er hat dann angefangen zu schauen und dann hat er plötzlich gemerkt, etwas ist faul, oder? Mhm. Ich weiss noch, ich bin von Amerika geflogen, ich habe zwei Wochen Ferien gehabt und als ich gelandet bin, hat er mir angeschaut, hey, uns fehlen 1,2 Millionen in der Kasse. Shit. Und dann ist es lustig geworden. Und wir haben trotzdem überlebt, wir haben das auch auf die Reihe gebracht und. Das ist ein riesen Glück gewesen, aber er hat schon immer einen Herzfehler gehabt und dann ist er eigentlich dort, wo es wieder gut gekommen ist, ist er ein halbes Jahr später gestorben. Und dann ist alles richtig gut gekommen. Mhm. Und ich bin nicht ein Esoteriker und kein Baumumarmer, aber ich glaube für mich persönlich, dass es noch einmal ja, jemand braucht an anderer Stelle, der gesagt hat, hey, jetzt ist ja gut, oder? Jetzt lange es auch. Ich wäre froh, wenn er. Und von dort an ist dann alles richtig gut gekommen. Mhm. Und darum glaube ich bis heute noch, dass mein Papi wirklich ja, bei mir ist. Und auf mich aufpasst und schaut. Ja. Und das sind dann die Momente gewesen, wo ich wieder zurückgefunden habe ins Leben. Weil eben das Leben holte. Und dann schaust du dich um und stellst plötzlich fest, ich bin jetzt sauber gewesen mit meiner Frau. Ich habe eigentlich den Kind auch etwas weggenommen. Also ja, ich bin zwar schon anwesend gewesen, aber qualitativ nicht wirklich. Yeah. Ich bin mit ganz anderen Sachen beschäftigt gewesen. Und ja. Und trotzdem hatte ich ein riesen Glück gehabt, dass ich eigentlich nicht sehr beschädigt aus dieser Geschichte rausgekommen bin, aber das hat damit zu tun gehabt, dass ich eine grossartige Ex-Frau habe, die mir die Hand wieder gegeben hat und mir die Freundschaft geschenkt hat und ja, heute eine enorm wichtige Person ist in meinem Leben, also Fels in der Brandung und Mutter von unseren zwei grossen Kindern. Fantastische Person. Und das, wenn du das dann auch wertschätzt, dann denkst du schon über viele Sachen auch anders neu im Leben und das prägt und das formt dich auch. Und dann habe ich ja, einfach dann das Glück gehabt, also langsam mich aus diesen Strudeln zu befreien und dann ein bisschen schneller zu schwimmen als Wasser und raus. Ein Freund von mir hat einmal gesagt, du bist wie ein Surfer, du suchst die nächste Welle. Aber irgendwann musst du aus diesen Wellen raus und dann musst du wieder einmal an Land. Ja. Genau, Land, festen Boden und dir dann deine Gedanken machen, oder? Und ich würde sagen, so ab 42. Lebensjahr, als ich Christina dann kennengelernt habe in Australien, habe ich gewusst, jetzt bin ich wieder bei mir. Mhm. Ich bin auch huren ehrlich, aber vor lauter ehrlich sein und klar, habe ich eigentlich bin ich fast zart gewesen. Kein Heirat, kein Kind, gar nichts mehr. Yeah. Und, aber es war trotzdem sehr gut gewesen, dass ich getraut habe, meine Sachen zu leben und zu sagen, eine von meinen grossen Schwächen war, ich bin Erfüller gewesen. Das heisst, wenn jemand etwas wollte, habe ich es probiert zu erfüllen. Und das Dumme ist immer, von lauter Erfüllen vergissest du dich selber. Also, und kommst eigentlich unter die Räder. Mhm. Aber die Problematik ist,
was machst du damit? Und ich habe mir dann wie eine Parallelwelt geschaffen, oder? Yeah. Und andere gehen unter. Ja. Ich finde das so faszinierend, wenn du eben so aus der Ferne schaust, da hast du eine Wochenshow, es geht ab wie Sau. Und die Menschen haben ja automatisch haben sie immer das Gefühl, erfolgreich, alles gut. Mhm. Und bei dir ist das so ein krasser Gegensatz gewesen, zu dieser Zeit. Und dass man das... Sein und Schein. Eben, dass man nicht, wie will ich sagen, da hast du ja konstant Angst, dass das irgendwie auffliegt. Ja klar, in der heutigen Zeit ist es noch schwieriger, yeah, oder? Ich meine, wir haben noch eine Zeit dürfen erleben, wo es ja noch nicht über die sozialen Medien gegangen. Mhm. Und trotzdem war das schon anstrengend gewesen. Also yeah, sehr anstrengend. Aber ich schaue auch sehr gerne so Filme an, Dokumentationen über irgendwelche Leute. Ich liebe es. Yeah. Und dann stellst du fest, boah, die sind gefeiert worden. Der letzte Film, den ich jetzt gesehen habe, war Rocketman. Mhm. Wie der Elton John Erfolg hat und gefeiert worden ist. Aber sein Leben war eigentlich das einzige Desaster gewesen. Yeah. Und ich glaube eben darum auch, das können sich die Leute gar nicht vorstellen. Raum ist zwar etwas Tolles, und wenn du gefeiert wirst, aber du musst damit lernen, umzugehen. Und eben darum sage ich, Bodenhaftung verlieren. Mhm. Das ist ja, ich meine, das ist ja Kunst, gemittet bleiben, auf dem Boden zu bleiben, die Liebenswürdigkeit nicht verlieren, Respekt, Anstand, alles, was man so mitbekommen hat. Yeah. Darum sage ich es. Wo man ja weiss, dass es das eigentlich braucht. Braucht es alles, aber, total. Aber irgendwann. Aber nicht nur gespielt dann yeah, irgendwann, oder? Yeah. So, hey, hallo, ja, je. Yeah. Nein, sondern es muss echt sein. Darum sage ich, das grösste Glück, das man hat, ist eine gute Familie, wo du deine Kraft kannst holen oder wo du dich kannst zurückziehen kannst, wenn es dir eben beschissen geht. Mhm. Und ja, ich habe nicht ich habe nicht exzessiv gelebt. Ich bin froh, dass ich habe immer Angst vor Drogen. Mhm. Aber wenn ich mir noch überlege, dass da vielleicht Alkohol oder Drogen noch ins Spiel gekommen wären. Dann was für ihr geworden, dort rauszukommen? Ja, nicht lässig. Das Einzige, yeah, wo ich angefangen habe, war rauchen. Wobei, das habe ich auch nur gemacht, weil ich meinen Papi provozieren wollte. Ich durfte nicht mehr rauchen. Dann bin ich Raucher geworden. Yeah. Und nur schon dort rauszukommen. Also ich habe es geschafft, jetzt vor 10 Jahren. Aber bis heute gibt es so Momente, da eine Zigarette, aber es wäre genau die eine zu viel. Wo und wenn du dann noch in so einer Phase von Erfolg, yeah, und weißt, jetzt fliegt dir alles zu und du hast das Gefühl, hey, invincible, dann wird es verdammt gefährlich, oder? Und dann kommen teilweise die grossen Abstürze, wo man so von außen denkt, unbegreiflich, auch yeah, yeah, Sportlerkarriere, Leute, die grosse Sportler waren und plötzlich komplett abstürzen. Yeah. Und ich denke, wieso? Ist doch alles gut gewesen bei dem. Ja, und was sicher auch nicht hilft, ist also ich weiß nicht, wie es damals gesehen ist, aber so die deutsche Kultur mit Ruhm und Bekanntheit, die haben ja nochmal ein bisschen eine andere Handhabung. Also das merke ich schon, allein schon im ganz Kleinen, beim Quatsch Comedy Club, zu 100% weiß kein Sau, wer ich bin, wenn ich dort auftritt. Ich bin ein von fünf, weißt du? Mhm. Aber die kommen nachher alle und wollen ein Autogramm und ein Foto. Ja. Und also, die haben einen anderen Umgang damit. Ich werde nie mehr vergessen. Wir in diesem Level? Promotion gemacht für Keep Cool damals bei der ZDF Hitparade. Mhm. Dann war auch so Dalia Lavie dort mit Karel Gott, die haben ein Duett gesungen und all. Und wir sind auf den, mit dieser Truppe da und haben aus Keep Cool einen Ausschnitt gespielt. Und die Leute, die nachher Autogramm geholt haben, die keine Ahnung gehabt, wer wir sind, oder? Yeah. Aber wir sind zu dieser Tür rausgekommen. Und da fragt mich, sind Sie der Kabelmann? Und ich so, ja, kann ich ein Autogramm? Es war egal gewesen. Hauptsache, du bist oft in diesem Studio drin gewesen. Und das stimmt schon, es ist eine andere Kultur, es ist auch viel, also, sie nehmen dich auch mehr, also es ist dann so nicht, dass, hey du da, ja komm da an und jetzt, das ist in der Schweiz schon weniger, das ist auch schön da. Yeah. Es gibt ja in der Schweiz nicht Stars, gibt es eigentlich nicht. Yeah. Es gibt das Lächeln oder so, jawohl, aber wir bleiben ja alle vom Boden, oder? Ich meine,
selbst ein Roger Federer, der ein Gigant ist, oder der Ambassador in der Schweiz, von der Welt, also für uns. Selbst, ich glaube auch, er kann relativ gemütlich im Zeug so umeinanderlaufen. Und ich meine, wenn er, ist der an der Basler Fasnacht. Genau. Das war einfach so. Und wenn er würde, ja, so sich wie ein Star geben, so Boris Becker habe ich erlebt in München, das käme nicht gut. Mhm. Also, das würden die Leute nicht lässig finden. Yeah. Und der Boris Becker aber persönlich, so allein, super lässiger Typ. Mhm. Aber sobald Blasen drum, hey. Wenn die Türen aufgeht. Ja, und das ist Deutschland. Ich habe ihn mal gefragt, und wirklich aus dem Ernst raus, also muss ich ein Arschloch werden, also so mich auch dementsprechend yeah. Benehmen. Nein, mach das nicht. Und ich bin aber überzeugt davon, doch, hätte ich, wenn ich beruflich jetzt noch weiter hätte, hätte ich müssen wirklich so ein arroganter Double werden. Ja. Yeah. Weißt du, wo ich bin halt auch ein, ich gehe in ein Studio rein und sage Kameraleute, all denen, wo man sagt, mal, hoi, ich bin Marco, ciao, so, die sind total so, was macht ihr da, oder? Die sind immer ausgelacht worden, auch von meinen Kollegen. Eben, Journalisten haben ja gemeint, du bist irgendein Praktikant, oder? Das war das Beste gewesen, die Stern-Geschichte. Der Stern ist eine Journalistin gekommen, die hat ja eine Reportage gemacht über uns. Und nachher waren meine Kollegen natürlich zu spät gewesen. Ich bin in der Schweiz natürlich pünktlich, oder? Dann haben wir ein bisschen Studio gezeigt und die Räumlichkeit und das und selbst. Nachher war die Show gewesen, die Interviews, Plan. Und ich bin zufälligerweise noch zu meiner Freundin auf Hamburg gefahren. Sie ist auch Hamburg. Da habe ich die mitgenommen. Nach 6 Wochen später im Stern. Alle drinnen, nur ich nicht. Und da habe ich so gefunden, ja, genau, so ist es. Wenn du so wie ein Double, so ein Lieber bist, so, hallo, ja, grüß. Aber du, ganz ehrlich, im Nachhinein ist mir lieber so. Ist mir wirklich lieber so. Und eben, ich habe ja so viele tolle Sachen dürfen erleben. Und witzigerweise, auch wenn ich meine, ich werde das nächste Jahr 60, denke ich immer so, auch wenn ich älter bin und weniger Zeit zur Verfügung habe, fühle ich mich aber eigentlich so, dass ich der Meinung bin, ich habe noch genug Zeit zur Verfügung. Das kommt schon, wenn es muss kommen. Mhm. Also ich arbeite nicht mehr so, weißt du, so, ich will, sondern ich bin mehr so in dieser Situation, wäre schön, wenn, oder ich würde es mir gerne, ich würde es mir wünschen. Aber wenn es nicht ist, ist es kein Problem. Ja. Ist das so gesehen bei der letzten Deutschland-Tour? Mhm. Das ist eine super Tour gewesen. Wir haben zwar auch drauf gezahlt, weil das Coole an Deutschland ist immer, du hast dann einen Veranstalter und der Veranstalter hat noch Subveranstalter. Und der Subveranstalter, der hat vielleicht das Problem mit einer Produktion, die er nicht können zahlen konnte. Und mit der Kohle, die er dann überkommt, von deiner Produktion zahlt er zuerst mal das andere. Ja. Und dann bist du so dort, also, eine kleine Frage. Und ich weiss, erste Vorstellung Berlin, knapp 1000 Leute, habe ich gefunden, hey, fährt doch super an, oder? Yeah. Sagt er, ja, aber wir legen noch 4000 Euro, was? Und dann habe ich gewusst, das wäre es gewesen, oder? Und dann haben meine Leute Verträge mit dem gehabt, und dann habe ich genau gewusst, du, also, es kann ja nicht sein, dass meine Leute dann nicht zahlt werden, nur weil ich einen Fehler gemacht habe, und dann, ja. Zahlst du halt drauf und es war trotzdem eine Megatour gewesen. Super. Werde ich nie mehr vergessen. Es war ein Nightliner, so ganz fett unterwegs gewesen. Yeah. Und eben teilweise komplett volle Häuser und dazwischen auch wieder irgendwann mit in tiefsten Dunkeldeutschland. Gera, fahrst du vor und dann. Und alle 2000 Leute, 6, irgendwo zuhinterst hinten. Hey, ihr könnt nach vorne kommen. Nee, da ist es gut. Gut. Nein, super. Aber das musst du, also, man muss das erlebt haben, finde ich. Ja, yeah. Jetzt sind jetzt Geschichten, die es ausmachen. Ja, und mit jedem, der du redest, jeder hat es erlebt. Yeah. Und eigentlich, wenn ich zusammenkomme mit Kollegen, wie mit dir oder so, und man sich austauscht, das sind so lustige Übungen. Ich glaube, das müssten wir mal machen. Also ein Tisch und jeder erzählt seine schlimmsten Erlebnisse. Weißt du, so. Hey, da lachst du jetzt tot. Aber das, weißt, in meinem Kopf ist es ja schon so weit, dass wenn ich mal so einen schlimmen Auftritt habe,
der Komiker denkt, das geht ja dann nicht einmal darum, erzähle ich das jemals meinem Publikum, sondern in dem Moment denke ich, oh, ich kann es kaum erwarten, das meinen Kollegen zu erzählen. Ja, sicher. Weil die seichen in die Hose, wenn ich denen ja, das erzähle. Sicher. Das ist wie wo du mir die Peter Maffei-Geschichte erzählt hast. Ach ja. Eine blöde Bemerkung, oder? Ja, es gibt zwei Geschichten. Die eine war eben die, wo die Peter Maffei-Fans einfach nur für ihn gekommen sind. Ja, wo du ein Tryout gemacht hast. Leck, du, ich mache ein Tryout und ich stehe vor einer Masse von Menschen, die so, was will denn der hier? Wir wollen Peter, 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 Peter. Und ich bin im Vollpfosten. Mein Zeug abgeschossen und gefunden, hey, es funktioniert nicht. Und dann noch ein grosser Veranstalter, wo man das Gefühl hat, hey, das ist noch gut. Und dann könnte ich einem dann, hey. Aber eben so. Und einmal war es so ein Award, ein Verleih. Das war meine erste Geschichte mit Peter Maffei. Aber Echo, genau. Mhm. Da habe ich als Wochenshow-Mitglied irgendwelche zwei Frauen den Echo verliehen. Und nachher sind wir nach der Generalprobe in der Kantine gestanden, so angestanden, in einer Reihe, vor mir der Peter Maffei. Und dann sage ich, ich bin auch nicht gross. Und ich habe es auf mich genommen. Ey, lass die Kleinen zuerst vor. Und er ist ja noch Kopf kleiner als ich. Jetzt hat er es natürlich nur auf sich bezogen. Und ich sage, jawohl. Zum Glück hast du nicht auch noch eine Warze und gesagt, lass die Kleinen mit Warze vor. Mein Freund, mit überbrücken. Nein, das sind die Geschichten, die es ausmachen. Schlussendlich, ja. Wir schöpfen ja aus der Tragik von einem Ereignis. Mhm. Und je nachdem, wenn du das magst überhöhen, ich meine, wenn einer im Bus sitzt, dann muss er unbedingt aufs WC. Ja. Bei mir war es ein Helikopter, die Geschichte ist wahr, oder? Dann weiss jeder von was, dass man es redet, weil die sogenannte Notdurft, die kennt man und die ist lustig, aber nicht in dem Moment, wo sie stattfindet. Genau. So wie Liebeskummer. Ja. Wo Katastrophen ist und du ja, von Zürich bis auf Hamburg auf und eigentlich durchbrüllst. Aber wenn du dir nachher dann Bilder noch einmal holst, wie das aussehen haben muss, ist es eigentlich sehr lustig, obwohl es in dem Moment nicht lustig war, oder? Das hat meine Mutter übrigens gesagt, die hat vor wirklich ein paar Wochen, habe ich mit ihr telefoniert, die wohnt in Nordfrankreich, und dann hat sie gesagt, du, jetzt habe ich den Marco Rima-Film geschaut, Liebling, lass uns scheiden. Nein. Und dann sagt sie, das ist so lustig, weil, und dann sagt sie, es ist eben wahr. Jö. Weißt? Und er hat gesagt, kannst du mir das mal sagen, wenn du es siehst? Und ich sage es jetzt so, weil sie hört den Podcast. Mhm. Also sie hat es geschaut und geliebt, weil sie eben gesagt hat, es ist ja auch, es stimmt ja eben auch. Mhm. Und das ist genau das, was du sagst, oder? Dass du aus der Tragik eigentlich, weil es ist ja nicht frei erfunden. Nein, im Umgekehrten, ich hatte das, also eigentlich ist das der Schweins ich. Ja. Und ich bin meine Ex-Frau. Ja. Yeah. Das ist eben, es beruht auf dieser Situation. Also nicht so extrem, aber wo jemand sagt, ich will mich jetzt öfter mal trennen. Ich habe auch immer gesagt, ich muss mich trennen. Aber natürlich ist für den anderen, ja, wieso willst du dich scheiden lassen? Ja, nein, nicht scheiden, trennen. Mhm. Aber der andere merkt, dass du willst weg. Yeah. Also, und zwar für immer. Und auch die Situation, dass das eigentlich ein, das ist dann wieder Fiktion. Aber jede Entscheidung von jemand anderem, die für dich vielleicht im ersten Moment tragisch ist, ist auch eine Chance, dass du sagst, okay, wieso bin ich nicht mehr der, wo ich bin? Wieso will sich jemand trennen? Oder vielleicht muss ich mir mal ein paar Fragen stellen oder vielleicht habe ich jetzt mal eine Chance, auch wieder zu meinen Wurzeln zurückzufinden. Mhm. Und klar, das ist jetzt so dahergerät im Sinn von, wenn du nicht in dieser Situation bist, wenn ein Freund zu dir kommt und sagt, hey, ich bin so traurig, weil meine Freunde, dann sagst du, hey, weißt du was, es gibt auch noch andere Töchter, das hat mein Vater immer gesagt, und ich habe keinen Kasten dafür. Yeah. Heute weiss ich aber, was er meint, oder? Und nutz doch die Zeit oft jetzt mal für dich. So, aber man ist ja so... Es tut so weh, man blutet ja innerlich, dass man sich fast nicht frei machen kann. Und das ist vielleicht auch etwas, so ein bisschen mit dem Älterwerden habe ich das
Das finde ich auch cool. Man dramatisiert ein bisschen weniger, auch wenn man mal eine Lampe hat oder wirklich, dann, dann weisst du, okay, komm. Wir gehen jetzt nicht auf verschiedene Gleise, gehen wir wirklich aufs Wesentliche. Was steht da? Wo stehen wir? Und wo können wir einander entgegenkommen? Oder lass uns eine Lösung finden. Darum heisst mein neues Programm auch No Problem. Mhm. Weil es ist eigentlich alles No Problem. No Problem. Es gibt nur Lösungen. Mhm. Aber wenn du Probleme willst, dann kommst du am besten zu mir. Ja, und in der freien Zeit machst du fast Probleme. Genau. Yeah. Genau. Man schafft sich auch sehr viele Probleme. Mhm. Auch aus einer Angst aus. Also, das finde ich auch spannend. Wenn man jung ist, hat man wahnsinnige Verlustängste. Du lernst jemanden kennen und denkst plötzlich so, Jesus Gott. Und dann andere Männer finden dann die Frau, wo ich denke, völlig irrelevant. Mhm. Ich habe das lange Zeit nicht gehabt. Und als ich das erste Mal selber betrogen habe, hat bei mir die Angst eingesetzt. Mhm. Recht cool. Und ich habe sie dann wieder verloren, wo ich mir wieder vertraut habe. Ja. Das ist noch recht spannend. Also, du kannst ja nur jemandem vertrauen, wenn du dir selber vertraust. Und ich bin auch auf dem Gleis, wo ich sage, du, einen fahrenden Zug kannst du nicht stoppen. Und wenn etwas so ist, wie es ist, dann kommt es halt. Also, aber lebe wenigstens bis dorthin so intensiv und so glücklich wie möglich. Ja. Es gibt viele Sachen, ich will die ja gar nicht wissen. Ich muss sie ja nicht wissen. Solange ich das Gefühl habe, ich werde geliebt und es ist alles gut, super. Das ist auch die Auseinandersetzung mit der absoluten Wahrheit. Ich glaube, ich will auch gar nicht immer alles so genau wissen. Mhm. Sondern man hat ja, es geht nicht ums Lügen, sondern man hat auch auf verschiedene Wahrnehmungen, oder? Und je nachdem, wenn du aber immer am Suchen bist, ist etwas. Das ist eigentlich gut. Ist etwas? Ja. Nein. Mama, du bist doch selbst. Was? Nein, sicher, ist alles gut. Nein. Irgendwann ist etwas. Irgendwann bist du dann sauer, oder? Aber nein, das freut mich sehr, dass sie Mama den Film gefallen hat. Ja. Und zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ich habe mal wirklich auf RTL oder irgendeinen Scheiß, habe ich einen Bericht gesehen, das, ich denke so oft an das, wo sie verglichen haben, vier so Frauen um die 20, die in Ausgang gehen, und vier Frauen um die 50, 60, die zusammen festen. Und da haben sie immer so zwischengeschnitten. Und es ist so geil gewesen, weil die einen, weißt du, die haben so richtig Deutschland, klar, daheim mit irgendeinem Korn, haben die so ein bisschen, haben sie mit Schlager laufen lassen und haben angestoßen. Und die haben das grösste Fest gehabt ever. Und bei den Jungen ist es wirklich nach 10 Minuten schon ein riesen Desaster, weil irgendwie, der Tobi hat jetzt das und das. Und dann sind sie irgendwie im Club und die eine kotzt schon und so. Und dann denkst du wirklich, es gibt so viele Leute, die immer sagen, ah, ich will immer jung sein und so. Allein, ich bin noch nicht so alt, ich bin 32, aber wenn ich so etwas sehe, denke ich so, oh mein Gott, auf keinen Fall. Das ist so lustig jetzt, heute Morgen, wo wir zmörgelt haben, habe ich mit drei von der Band zu Morgen gegessen und die sind alle so um die Mitte 40. Mhm. Und ich bin jetzt 59 jetzt und wieder 60. Und dann hast du zwischendurch noch zu tun mit einer Klientel, wo die Zuschauer sind und die schauen sich eine Show an. Und natürlich muss ich auch sagen, also respektierlich sage ich es mal, als Mann, es hat richtig geschossen darunter. Ja. Also wirklich so, wow, also unglaublich, unglaublich. Schöne Frauen, wahnsinnige Körper, unglaublich. Für mich aber vom Gefühl her sind das alles meine Töchter. Und eigentlich schon weiter weg. Und für andere ist so, hey, wie kannst du eigentlich nur um so viele tolle Frauen schon, wenn ich sage, wie die ältere Dame hinaus, ich habe einfach Freude. Yeah. Ich schaue es anders an. Es ist eine andere Wahrnehmung. Ja. Ich finde es schön, dass sie mir den Rollator hinten anrollen oder mir Krücken geben. Ist eine ganz andere Empfindung, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, wäre ich eben 35 gewesen. Gefährlich. Also ich weiss auch nicht. Nicht gut, oder? Ja. Yeah. Aber eben Drama. Es wär, und das geniesse ich im Moment so,
dass in gewissen Bereichen mein Leben kein Drama mehr ist. Mhm. Das ist schon noch recht lesen. Und dann kannst du eben auch so festen. Meine Schwester ist auch grossartig, oder? Die ist ja nur anderthalb Jahre jünger als ich. Und mit ihren Kolleginnen, das macht so Spass. Ja. Die feiern und festen und sind gut drauf und es ist lustig. Und wir sind sexistisch untereinander. Wir sind eine andere Generation. Nicht die Hashtag MeToo-Generation, da wird noch anders angelangt und miteinander. Und ich sage nicht, dass die Hashtag MeToo-Generation ist. Es hat vieles Gutes. Also, yeah. Ich habe sexuelle Belästigung noch nie gut gefunden. Aber ich bin anders aufgewachsen. Ich bin wirklich ein Alien. Und da langt man sich auch noch anders an, ohne dass man gerade irgendwie das Gefühl hat, man tut jemanden belästigen. Oder und du kannst ja so frei und so drauf losfahren und einfach den Plausch haben und grusige Sprüche reissen und die Frauen lachen. Ich merke das auch im Theater. Je nachdem, es sind eigentlich die Frauen, die laut rauslachen. Mhm. Und die Männer sind immer mehr verunsichert. So, oh, das kannst du jetzt irgendwie, also ich meine, oder? Und es ist schwieriger geworden, aber es ist irgendwo auch eine lässige Herausforderung, eben gleich dort ein bisschen zu kützeln. Das finde ich eben auch, das finde ich momentan spannend, weil haben wir auch schon in diesem Podcast besprochen, es ist ja eigentlich für den Humor und für Comedy ist es ja nie gut, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Mhm. Weil eben, dann hast du ja nichts mehr zum Ausloten. Und es ist eigentlich schön, dass jetzt wieder Grenzen kreiert werden, ja. Wo man dann kreiert, genau. Wo man dann sagt, ah, wenn man es dort ane schafft, dann, früher ist es immer eben, Religion ist immer gesehen, oder? Ja. So, ja. Und jetzt hast du auf die neue Grenze, wo du sagst, ah, wenn man es dort irgendwie ane kriegt. Und spannend ist ja, dass Frauen, also ich sage jetzt mal einen Heiselbrucker oder einen Kebekus, ich meine, die hauen dir so auf die Kacke, ja. Wo wir als Männer so denken, wow, also das könnten wir. Aber natürlich kann sie als Frau kann ganz anders darüber reden oder was auch immer, oder? Ja. Oder ein Felix Lobrecht, das habe ich jetzt auch spannend gefunden. Der ist zwischendurch auch relativ heftig unterwegs. Ja. Aber der grösste Shitstorm hat er ja jetzt erlebt wegen dieser Affengeschichte. Habe ich auch wieder spannend gefunden. Mhm. Was ist die Affengeschichte? Er hat irgendwie gefunden, Affen brennen besonders gut. Ja. Nachdem im Zoo natürlich die Tiere ums Leben gekommen sind. Ja. Und das ist noch recht interessant. Bei Tieren hört es viel schneller auf, wieder ein Haufen andere Sachen. Also über Kätzchen und Büsi musst du recht aufpassen. Da sind die Leute teilweise also sehr extrem. Ja, es ist spannend, wie lustigerweise, das merkst du sicher auch oft, wie in einem Publikum die Menschen innerhalb von Sekundenbruchteilen alle gemeinsam entscheiden. Geht das jetzt oder geht das nicht? Ja. Und irgendwie, die Energie, die steckt sich gegenseitig an. Und das ist, wir haben den Roast gemacht, Roast of Victor Jacobo. Ah, okay. Und das ist der Renato Kaiser ist dabei gewesen, Gabriel Vetter, der Büssi jetzt moderiert, Patti Basler, Deville und ich. Und wir haben den Jacobo geroastet. Aber natürlich auch noch andere Leute. Und am Anfang ist also auch alle anderen, die dabei gewesen sind. Und am Anfang ist es einfach mal darum gegangen, das Level quasi festzulegen. Ja. Dass wirklich, du gehst hart rein, es hat wirklich sehr, sehr harte Jokes gehabt. Und du hast gemerkt, wie das ganze Publikum sich darauf eingelassen hat. Das ganze Casino-Theater ist dabei gewesen. Außer konstant, hat vielleicht 5 oder 6 Sprüche gegeben. Der Büssi und seine Krankheit. Ah. Dort ist wirklich ja. Vorbei. Mhm. Und er hat mega gelacht und hat sie auch quasi fast verlangt. Hat gesagt, also, gehört dazu, schafft er damit. Oder? Keine Grenzen dort setzen. Mhm. Aber das Publikum hat in dem Moment gemeinsam entschieden, nein, das ist spannend, was du sagst, eben, dass das Publikum wie ein Eis plötzlich zusammen Ich habe mir schon manchmal überlegt, es ist ja eigentlich eine Liebesbeziehung, die du herstellst. Entweder springt der Funken oder nicht. Und du hast dann nachher, du redest mit einer Sprache zu einer Person, obwohl es ein paar hundert sind. Aber es ist ein Kollektiv. Ja. Es ist ein Kollektiv. Und mit einer Bemerkung kannst du auch sehr viel schliessen. Ja. Oder musst die ganze Stimmung darauf holen. Wie wenn du mit einer Partnerin redest, wo ein falscher Spruch. Und der Abend ist gelaufen, oder? Und du merkst es gerade, du merkst in dem Moment. Ja. Und
Und es ist ja auch psychologisch, irgendwie, dass der Mensch sich viel mehr dann auf etwas Negatives behaftet. Also das ist eben, du kannst eine Stunde kannst du sensationell spielen und dann passiert etwas. Ja. Einspruch oder so. Und dann musst du sie gerade zurückholen. Mir mal meine schlimmste Geschichte war eigentlich, ich habe in St. Gallen gespielt, also in Gossen, im Fürstenlandsaal, und habe einen Freund grüssen, so im Spiel, indirekt. Yeah. Weißt du, so innerhalb von der Nummer, super intelligent noch eingeflochten. Und sagen, ja, der Franz-Peter Rüdisüli, er fliegt ja Swissair. Ich meine, wer fliegt schon Cross? Und in dem Moment, wenn ich Cross, ist mir einen Tag vorher, ist Cross Air runter. Ah, oh, Scheiße. In Bassersdorf. Ja. Yeah. Hey. Das sind so die ewigen Sekunden, wo du das Gefühl hast, das Leben bleibt stehen. So. Yeah. Wo ist das Loch, wo ich kann verschwinden? Hey. Und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder rausgekommen bin. Mhm. Bis heute noch. Das ist für mich wie so ein Moment, wo das Leben still... Also, so ein Vakuum. Leck du mir. Boah. Oder auch, was auch interessant, Männer kannst du gut fertig machen, aber ein dummer Spruch gegenüber einer Frau. Mhm. Es ist schon noch, ich finde das recht spannend, ja. Wir bewegen uns eigentlich wirklich auf sehr dünnem Eis. Also, du hast eben einerseits eine Verantwortung und andererseits sage ich aber auch, und das ist das, was mich dann ein bisschen ermüdet, wenn es immer wiederholt, so, ja, aber jetzt ist er schon wieder, ja, aber jetzt macht er wieder. Und ich sage, hey, ganz ehrlich, also, wenn du jetzt das dritte Mal kommst, schauen und noch nicht gemerkt hast, dass ich zwischendurch auch mal unter die Gürtellinie gehe oder Themen aufgreife, Religion oder was auch immer, wo dir wirklich geht, bleib doch daheim oder geh etwas anderes besuchen. Aber wieso tust du dir das an? Also wieso tust du dir mich an? Also, vor allem versiehst du vielleicht sogar noch deinen Partner der Abend, das siehst du ja manchmal auch, so die Frau freut, und das sind ja glaube ich so etwa 70% oder 80% von der Klientel. Also die Frauen bestimmen, dass man ins Theater geht. Und da sitzt der daneben so, und denkst, hey, weißt du was, sie wäre gescheiter mit einer Kollegin gegangen oder was auch immer, aber ja, macht irgendwie wie keine Freude, oder? Und ja. Ja, das ist ja oft eben die Erwartungshaltung. Es ist ja ganz spannend, wie Menschen können, frag mich nicht, können ein dramatisches Theaterstück schauen und sagen, ja, weißt du, ich hätte jetzt gerne eine leichte Komödie gehabt. Ja. Und bei dir habe ich schon oft festgestellt, du musst zum Beispiel mega oft die rechtfertigen, warum du nicht politisch bist. Oder warum derbe. Wo auch immer noch die Frage ist, was ist überhaupt derb, was ist unter der Gürtellinie, weil zum Beispiel die Amerikaner eine völlig andere Definition haben zu dem. Klar. Das ist Clean Comedy wird trotzdem geflucht und es geht trotzdem um Sex, aber es ist ein bisschen anders erzählt. Ja. Und leider, nur weil es blumiger umschrieben ist, denke ich, ist noch faszinierend. Und bei uns, wenn du kannst Thema extrem sanft behandeln und es heisst dann trotzdem unter der Gürtellinie. Das ist auch interessant, du kannst, ich glaube, theoretisch könnte ich ein Programm spielen, oder auch du, wo wir nicht einmal unter die Gürtellinie gehen, und dann vielleicht in der Zugabe aber etwas machen. Und das bleibt haften. Das wäre es gewesen. Und ich glaube, hättest du ein poetisches Programm, das interessiert gar niemand mehr. Und ich denke auch mit Lieber, bei mir gibt es ja Lieder und Liebeserklärungen über Lieder oder was auch immer. Das zählt alles gar nicht mehr. Ich denke immer, ja, hast du denn wirklich das Programm? Aber spielt keine Rolle. Ich habe es so lustig gefunden. Gestern ist einer gekommen. Auch ein Journalist, ich habe keine Ahnung, was der sagt. Er weiss, du bist wirklich begabt. Merci. Und ja, das ist auch auf dem Weg, aber ich glaube, gell, du hast dich noch nicht gefunden. Bitte? Ja, weil das langt ja noch nicht, aber dann habe ich gesagt, okay, ja, ich bin immer am Suchen, nur ich habe jetzt innerhalb von dieser Show, ich meine, Joe ist der Star und nicht ich. Ich bin ja eigentlich der Conferencier, der Moderator, eine Figur.
Also was meinst du jetzt genau, was hätte ich sollen anders machen? Also würde mich jetzt gleich noch interessieren. Ja, ich glaube einfach, so wie ich dich empfinde, das darf er ja, bist du noch nicht bei dir angekommen. Mhm. Ah ja, danke. Kannst du mir vielleicht einmal schreiben? Also, es wäre noch spannend, weil ich weiß jetzt nicht so genau, was ich soll machen. Und dann denke ich immer so, spannende Ansprüche, die die Leute manchmal an einem haben, wo ich auch denke, ich weiß auch nicht, also, in meinem Alter möchte ich sowieso zwischendurch auch noch anders spielen. Also, es muss nicht immer lustig sein. Ja. Die Amerikaner oder im anglosächsischen Raum hast du ja das sogenannte Gegenbesetzen. Da wäre der Komiker, also jetzt Sacha Baron Cohen gesehen in einer eigenen Produktion, wo er einen israelischen Geheimagent gespielt hat, nach wahren Begebenheiten. Und Ari Cohen, der hat es wirklich gegeben, der war in Syrien gewesen, richtig. Hat sich als Syrer ausgegeben. Und der ist dann ja, ziemlich brutal ums Leben gekommen. Aber komplett ernst. Und du nimmst von der ersten Minute abgenommen, fertig. Ja. Kein Thema. Das ist auch zum Beispiel beim Jim Carrey. Absolut. Wahnsinnig faszinierend gesehen. Und auch dort, weil man ja als Komiker oft aus der Tragik geschöpft, ist für die Leute so unverständlich, dass ein Komiker eine tragische Rolle kann spielen kann. Ja. Dabei macht es in meinem Kopf extrem Sinn. Ja, absolut. Und die sogenannten grossen, tragischen Schauspieler unglaublich komisch sind, weil sie die Rolle auch, sie gehen die Rollen auch ganz anders an, wie wir auch die Rollen auch dort anders, weil wir neu mit etwas zeigen können, das eben auch in uns schlummert. Ja. Gehört dazu. Sind sie immer lustig? Ja, logisch. Fragen Sie meine Frau, ich bin jeden Tag super lustig. Nein, ich bin manchmal recht ein Stinkstiefel. Also, ich bin ja daheim dann mich selber. Also eben, ich sage nicht, ich habe keinen Humor, aber Humor ist eigentlich recht eine spannende Auseinandersetzung mit dem Leben, mit viel tragischen Situationen. Oder? Mhm. Und darum finde ich es manchmal dann schon noch spannend, dass man immer reduziert wird auf irgendeine Geschichte. Wo ich auch sage, ja, das ist sehr Schubladendenken. Aber die Schubladen ist dann spannend, wenn du sie aufmachst und anfängst zu wühlen. Weil es kommt viel mehr raus, als nur einfach das oberste Blatt, oder? Ja. Und das so empfinde ich alle meine Kollegen, eben auch dich. Ich kenne dich ja nicht nur als Komiker auf der Bühne oder als Radiomoderator oder was auch immer, sondern ich kenne dich als Joel Mutzenbecher mit einer Vergangenheit und einer starken Mutter und einem spannenden Vater und mit deinen Geschichten. Und das würde ich mir manchmal mehr wünschen, dass die Leute wieder, eben darum, was ich vorhin gesagt habe, im Zuhören, anders aufeinander zugehen. Mhm. Wenn man sich schon mal ein Lächeln schenkt, dann geht schon mal eine erste Tür auf und sich dann zulässt. Und ich denke mir, wenn das Politiker würden machen, weltweit, einfach sich mal würden treffen, jeder nimmt sein Fotoalbum mit und sagt, du, erzähl dir mal schnell so ein bisschen, wie ich aufgewachsen bin, woher dass ich komme, was ich für einen Hintergrund habe. Mhm. Ich glaube, da gibt es Diktatoren, die würden so, was, du hast Fußball? Ehrlich? Yeah. Ja, ich bin übrigens auch recht positiv. Ich glaube, es wäre eine bessere Welt. Weil man würde dann plötzlich sagen, komm, wir reden mal als Menschen miteinander und wir haben eine Verantwortung für einen Haufen andere auch. Und wir wollen ja, dass es gut geht und für unsere Enkel oder was auch immer. Der Mensch kann ja immer sich bestätigen lassen in dem, was er will sehen. Und das ist eben allein schon bei der Wahrnehmung von einem Politiker so, aber eben auch in der Comedy. Das ist einer der Gründe, warum ich den Podcast mache. Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wenn man einen Mensch mehr spürt, dass man zum Beispiel jetzt in der Comedy oder auch in der Musik, dass man dann die Kunstform, welche es auch immer ist, besser versteht. Mhm. Und dass man dann zum Beispiel auch versteht, das wirkt vielleicht wie eine plumpe Gag, aber es ist viel mehr dahinter. Mhm. Und das ist so eins von meinen Anliegen, sozusagen. Ich finde das insofern auch noch spannend, weißt du? Jedes Interview bedeutet ja auch ein Stück weit Chance oder auch so ein Gespräch. Ja. Weil ich kann mir ja überlegen, entweder haue ich Plattitüden weg oder ich zeige mich so, wie ich bin. Ja. Und innerhalb von einem Gespräch muss ich mir ja dann auch überlegen, was war die Frage und wie sieht es eigentlich bei mir genau aus?
Und zwischendurch verärgerst du einen Menschen mit einer Bemerkung oder mit etwas, was du dann sagst. Wo ich auch muss sagen, hey Leute, das ist einfach so, so bin ich und so denke ich, aber das hat noch lange nicht den Tod damit zu tun, dass ihr auch so müsst denken. Ja. Sondern das bin ich. Und es ist vielleicht auch der Irrtum von morgen. Also ich bin auch auf einem Weg und ich stelle dann plötzlich fest, ja, ich habe zu Haufen Sachen, wo ich früher vielleicht einmal gesagt habe, ganz eine andere Haltung oder eine neue Haltung. Und da wünschte ich mir manchmal auch so ein bisschen eine weniger grosse Aufgeregtheit. Und auch zu sagen, hey, nehmt es entspannt. Wie gesagt, ich will niemanden angreifen, ich will niemandem wehtun. Es ist einfach so ein Momentaufnahme von einem Tag wie heute. Weil das Problem, also das ist ja ein grosses Glück, aber das Problem bei uns ist ja eigentlich, dass das ja alles festgehalten ist. Der Zucko hat das gesagt. Der hat gesagt, weißt du, dann kommt irgendeine alte Aufzeichnung. Und man sagt, das ist eben meine Meinung damals gesehen, wie ganz viele Menschen auch eine Meinung damals noch anders gehabt haben. Und dann würde sich manchmal wünschen, dass nicht mehr steht, Aufzeichnung von 2005, weil übrigens jetzt gerade die emotionale Haltung ist damals gewesen, nicht so gut, weil ich das Haus verlassen und Katz hat noch den Bauwagen aufgerissen. Ich musste alles fluchen müssen verräumen. Das ist ganz entscheidend, auch was du für eine Tagesform hast. Oder wie du drauf bist. Und stimmt. Und das ist bei uns ist das dann eben schon noch krass. Ich find das momentan, gerade in der Stadt ist das ja sehr extrem, wenn sie irgendwelche Tweets rausgraben, die 10 Jahre alt sind, wo man einfach die Entwicklung von einem Menschen komplett ausblendet, sondern da kann jetzt jemand anderes mit 16 riesen Arschloch gesehen sein und hat sich komplett gewandelt. Ja, genau. Und dann ist aber, du bist mit 16 Arschloch gesehen. Das heisst, du bist jetzt immer noch. Fuck you. Und das ist schon so ein bisschen ein Phänomen von der Neuzeit, wo man wird zum Teil zu fest auf das eigene Wort vor Ewigkeiten behaftet. So. Ja. Darum haben wir ja die Chance, ich sage die Abrechnung, Die finden dann ganz zum Schluss statt. Ich finde, einem Menschen sollte man die Chance geben, bis zum Schluss. Sogar einem Donald Trump sollte man die nehmen. Schwierig. Ja, sehr schwierig. Da tue ich, weißt, am schwierigsten tue ich mir eigentlich, dass ein Haufen Leute den ganzen Sexismus ausblenden bei ihm. Im Vorfeld. Und das Menschenverachtende, das Trennende, das, wenn du das Impeachment-Verfahren auch anschaust, es geht gegen jede Rechtsstaatlichkeit, ist einfach so. Das ist auch ein Fakt. Also wenn man so Verhandlungen führen würde, dann würde jeder sagen, das geht nicht. Aber irgendwie wüsste man das einfach so mal also auf die Seite. Und da denke ich manchmal schon, schwierig. Oder die ja, ein Kollege, die enerviert sich komplett über Greta. Und ich mir sage, entspannt euch doch. Yeah. Ich fahre auch gerne einen SUV, ganz, ich fahre den trotzdem. Aber natürlich, also ich kann im Moment kennen, aber vielleicht kaufen wir jetzt wieder einen. Aber ich fahre auch viel Velo und ich fahre viel öffentlich und ich denke mir über Haufen Sachen an. Und ob die Greta jetzt ein Brand ist oder nicht, oder ob eine Organisation dahinter steht, möglich, ja, wahrscheinlich. Aber sie hat mit dieser Bewegung etwas geschafft, wo die Grünen 40 Jahre lang dafür gekämpft haben. Yeah. Und jetzt gibt es die sogenannte grüne Bewegung. Und ja, natürlich, die Welt dreht sich und bewegt sich. Und die Klimakatastrophe hat es immer wieder gegeben. Und vielleicht ist das auch eine Quittung über die letzten 150 oder 200 Jahre mit der Industrialisierung, mit den Wäldern abbrennen, schon im Mittelalter. Also wir haben ja geschwendet und gerottet und gemacht und Trümmer haben vor 2000 Jahren schon damit angefangen, dann mit den Kriegen, mit den Atombomben, mit der Natur. Ja, irgendwann zahlst du einfach irgendwann den Preis. Aber es ist schon so, dass es einfach zwischendurch spooky ist. Also der Januar war sehr warm, so wow, 3,5 Grad Wärme. In Australien, wo ich war, das letzte Jahr, hat es im Januar überhaupt nicht geregnet. Yeah. Jetzt schiffen es wie verrückt, darum die Waldbrände. Yeah. Ein Haufen. Und
Ich denke nicht, was mich schade dünkt, dass so ein Hass dann verbreitet wird, wo ich so, hey, man kann das, darüber reden. Das verstehe ich auch nicht. Weißt, ich hasse den Trump nicht, der kann machen, was er will. Aber ich denke mir oft, er wäre nicht mein Freund. Yeah. Der Putin wäre auch nicht mein Freund und der Xi Jinping wäre auch nicht mein Freund. Yeah. Es wäre kein von den Assad, alle wären nicht meine Freunde. Aber der Kim Jong-un? Der wäre mein Freund, yeah, weil der ist auch dick. Nein, der Schwimmen macht ja schlank. Da finde ich einfach so einen Blauwalen falsch gemacht. Aber, ich denke mir manchmal, trotz allem, müssen die Leute halt auch im Gespräch bleiben. Und das wäre hochinteressant, wenn die Buben einmal würdest, einfach allein in die Wüste schicken, in ein Camp, und sie müssten miteinander einfach mal ein bisschen leben und ein bisschen kochen und ein bisschen reden. Das war eine geile Fernsehsendung, Dictator Camp. Genau. Ja? Das, hey, haben wir jetzt... Jetzt haben wir es. Dann machen wir. Wir müssen sie einfach noch überkommen. Ja. Das ist nur eine Frage vom Preis. Preis und Waffe. Preis und Waffe. Nein, es wäre schon spannend, was würde passieren. Mhm. Ich bin Trump wirklich mal begegnet. Das ist wirklich. Nein! Ja. Da war ja noch ein Immobilien-Tycoon in Mar-a-Lago in Florida. Da bin ich eingeladen über einen anderen Freund, sondern so eine Charity. Ich habe noch nie in meinem Leben so viele Leute gesehen, die eigentlich auf jeder Geisterbahn besser funktionieren, als jede teuflische Maske. Dann ist er auch mit seiner Frau. Das ist ein grosser Mann. Welche ist dort gerade gesehen? Melania ist. Ah, schon. Ja. Aber noch nicht so operiert. Ja. Aber die hat wirklich gut ausgesehen. Also damals. Und das ist irgendwie eindrücklich. Das ist ja riesig. Das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt. Also, er ist nicht ganz 2 Meter, aber er ist recht gross. Er ist verdammt gross. Ja. Er hat mir so die Hand geschüttelt und meine Frau angeschaut. Hat die auch gemacht, das Innere. Nein, aber es gibt einen Haufen Sachen. Weißt, das ist so interessant. Wenn einer sagt, hey, wenn du erfolgreich bist und plan, grab her Pussy oder whatever. Yeah. Ja, das ist, ich sage nicht, das ist nicht die Umgangssprache von Haufen Männern. Mich inkludiert, ja. Das Problem ist einfach, es gibt irgendwann so einen Moment, der wird schwierig. Oder um die Art und Weise. Und man kann natürlich über einen Haufen hinweg buttern, aber es ist trotzdem nicht in der Ordnung, oder? Wo ich auch sage, ja klar, wenn ich jetzt aufgenommen werde, würde ich sagen, ja okay, Scheibe, sie hat mich aufgenommen, tut mir leid. Im Sinn von, blöd, dass es über den Äther läuft, so wie Sachen auch aufgenommen werden. Ja. So dafür muss ich mich in Art und Weise schämen, aber es war halt in einer Situation gewesen, hey, come on, so. Ja. Aber, und die grusigen Typen wie Weinstein oder was immer, kein Thema. Aber dass man eigentlich irgendwann dann in so eine Situation hineinkommt, dass Leute das alles vergessen und eben sagen, nein, das ist super. Ja, und weißt, was richtig absurd ist, ist, dass bei all diesen Geschichten von Trump sind ja mittlerweile sind etwa 20 Köpfe gerollt, außer Sinne. Und das hat angefangen mit Grabber by the Pussy, ja, dass der andere, der im Bus dabei gesessen ist, ich weiß schon nicht mehr, wie er geheißen hat, Billy genau, irgendetwas. Arme sich. Der ist von der Fernsehsendung sofort abgesagt worden, und der andere ist Präsident geworden. Mhm. Also das ist schon. Und was du vorher gesagt hast, das ist das, was ich auch nicht verstanden ist der ultimative Hass. Mhm. Wenn ich jetzt sage, wegen zum Beispiel der Greta. Weißt du? Ja. Lass sie doch machen. Also, warum? Ja. Und ich habe immer das Gefühl, das sind vor allem die Menschen, die sich eben ertappt fühlen. Das sind dann eben die, die... Ja, und weißt du, dann teilweise noch Leute, die ich sehr schätze und eigentlich das Gefühl habe, sie sagen so weltoffen und klug, und dann merkst du plötzlich einen tiefen Hass, wo ich schon mir überlege, ich vertrage sie gar nicht mehr. Also auch die Aggression, die dann kommt mit Artikeln und mit ganz wüsten, grusigen Filmen. Meine Kinder haben auch Zugriff zu meinem Handy, was meine Grosstochter, und da hat sie recht gehabt, unverantwortlich ist. Jetzt kannst du dann auch sein Handy auch mal liegen lassen. Aber wenn ich einfach sage, also A, löschen, aber B, wenn ich so finde, hey, come on. Also, das versteht er gar nicht. Mhm. Und wenn wir jetzt über so etwas reden, gibt es wieder Leute, du Hurenart, du linke Hurenbazille. Nein, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich bin einfach ein Mensch und habe in meinem Empfinden, gesehen in allen politischen
Bewegungen das Positive hoffentlich. Mhm. Und ich könnte mich auch gar nicht positionieren. Aber ich habe mit allen Extremen ein Problem. Ja. Und witzigerweise reagieren Leute auf uns extrem, weil sie das Gefühl haben, wir sind extrem, weil wir jetzt öfter mal so ein bisschen darüber reden. Mhm. Und ich rede wirklich nur über das Menschenverachtende und über das, was für mich nicht verständlich ist. Ich würde jetzt den nie umlassen. Also, ich behaupte immer, jeder Terrorist, den du umlässt, macht die Welt nicht besser. Du musst dir vielleicht überlegen, wie können wir die Welt besser machen, damit es eben die Extremisten nicht gibt. Das wäre eine viel spannendere Frage. Du musst nicht das Übel bei den Wurzeln, sondern du musst dir vorne überlegen, was kann man machen, dass das eben nicht kann wachsen kann. Mhm. Da braucht es halt Kreativität und Innovation und das fehlt ein bisschen in der Politik. Ich sage, es sind ein Haufen Politiker auf dem Weg. Ich bewundere die auch, weil sie müssen Positionen vertreten und das ist nicht einfach. Yeah. Aber neu mit durch würde ich mir manchmal so ein bisschen wünschen. Also ich habe das mal am Schmid vorgeschlagen, am Bundesrat, damals Bundespräsident. Die haben doch einfach vor jeder Session so 5-6 Leute aus dem Volk die Chance, 10 Minuten zu reden. Meine Schweiz. Mhm. Wie sehe ich die? Was würde ich anders machen? Und das wäre vielleicht hochspannend. Weil es gibt einen Haufen Leute, die sind wirklich weg von der Realität. Also. Aber weißt du, das Problem ist bei so einem Format? Es melden sich ja dann nie die, wo. Ja. Und wir kämen gar nicht rein. Genau. Die, die mal eine frische Meinung hat. Also. Ja. Und es gibt so viele lässige Leute. Ich finde, es gibt in der Mehrheit wirklich fantastische Leute. Ich bin immer wieder stolz auf die Schweiz. Also, in vielen Bereichen, ich habe es gestern auch gefunden, es ist eine internationale Produktion, jetzt Art und Ice, oder? Mhm. Und das funktioniert alles, wir funktionieren alle miteinander. Das sind Leute aus Ungarn, Tschechien, Russland, Amerika, England, wir Schweizer mit Migrationshintergrund, je nachdem. Mhm. Es funktioniert und es ist eine grosse Familie. Und die Erde ist eine grosse Familie. Wir haben nur einen Planeten. Wir haben nicht, wie hat es letztens schon schön gesagt, es gibt einen Planet und es gibt nicht Plan 2B, Planet B. Den gibt es nicht. Und darum sage ich, wir müssen schauen, dass wir zueinander Sorge tragen. Und darum ist das Reisen so wichtig. Leute kennenlernen, sehen. Hey, es fließt durch ihre Venen und Adern das gleiche Blut in mir auch. Mhm. Sie lachen und brüllen über die gleichen Empfindungen. Wie können wir einander helfen? Sicher nicht mit der Rüstungsindustrie. Und dort muss man mal ein bisschen mutiger werden und wegkommen davon. Ich verstehe viele Sachen nicht. Und es wäre möglich. Und das ist oft eben, man schafft es immer noch, den Leuten wahnsinnig viel Angst zu machen. Und ich bin wirklich nicht naiv. Also, ich sage nicht, es gibt böse Buben. Leider sind es in der Mehrheit Buben, die immer noch böse sind, oder? Und ich würde mich auch wehren können oder was auch immer. Aber die Form oder die Art und Weise, wie im Moment Rüstungsgüter verkauft werden in diesem Umfang, ist einfach völliger Bullshit. Weil ist es ein altes Denken. Bedrohungen sind ganz andere, viel gefährlicher. Yeah. Da brauchst du kein Panzer und kein Flugzeug. Aber gerne, wenn es genug oft erzählt wird. Natürlich. Yeah. Und es ist ein Business. Mhm. Und ich sage immer, ein Einzelnen oder ein paar Gescheite können statt die Angst und Schrecken versetzen. Dann nützt dir kein Panzer und kein Flugzeug, nützt dir gar nichts. Yeah. Und sie wissen, dass das stimmt. Gut, kannst du ihn vor die Tür stellen, den Panzer, aber... Ja gut, fallst auch auf. Yeah. Das ist aber auch der Erste, den man trifft. Ja. Und eben, ich liebe es eigentlich, über solche Sachen zu reden und auch kontrovers zu reden, ohne dass ich jemandem sage, dass das richtig ist. Ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Yeah. Aber in dem Moment, wo man solche Sachen eben mal abdruckt, weil wir jetzt öfter darüber reden oder öfter mal so uns austauschen, dann kommst du zwischendurch Hassmails über und denkst, hey, bitte, hallo. Mhm. Das Grossartige an diesem Land ist, dass man eine Meinungsfreiheit hat und kann offen reden, ohne dass man Angst haben muss, dass man zusammengeschlagen wird. Aber
anscheinend gibt es Leute, die würden dich am liebsten zu Tod schlagen oder zusammenschlagen. Und ich dachte, what? Ja, aber das ist ja dann wirklich also ein Mikrokosmos, wo, wo irgendwie herrscht. Ja, und den gibt es auch und den darfst du nicht wegdrücken. Also gibt es ihn wirklich. Ja. Darum, Reisen hast du schon angesprochen und jetzt mache ich einen grossen Sprung, aber dank dem Reisen hast du deine jetzige Frau kennengelernt. Mhm. Stimmt. Zu Melbourne. Im Lift. Im Lift. Ja, und zwar nicht als Star, wo ich am Anfang noch gemeint habe. Nein, sie hat einfach gesagt, ich kenne sie. Da habe ich gedacht, ja, wahrscheinlich von der Woche schon oder von meinen Fernsehgeschichten. Nein, sie hat mich als Freund von einer bekannten Schauspielerin wahrgenommen, weil ich habe ein Jahr voraus bei einem Tennisturnier in Rotenbaum habe ich den Geburtstag ausgerichtet für die Johanna. Mhm. Und meine Frau liebt Geburtstag. Und als sie sieht, wie der junge Mann, der 42, da war ich 41, der Jungspund, wie der so herzig Geburtstag ausrichtet, so einen würde sie ja wollen haben. Mhm. Und so bin ich in Erinnerung geblieben. Also Gott sei Dank ist das passiert. 10. Mai 2002, weiß ich noch genau auf den Tag. Also, ich habe sie natürlich nicht wahrgenommen. Yeah. Und ein Jahr später haben wir uns kennengelernt in Melbourne. Und dann hat sie immer gedacht, jetzt kommt eine Freundin um die Ecke. Mhm. Und ich bin ich habe überhaupt keine Idee gehabt, irgendwie eine Freundschaft einzugehen, weil die Beziehung ist dann auseinander. Ich bin schon 7 Monate in einer Warteschleife geflogen und habe dann damals gesagt, also, wenn ich auf Australien gehe, dann ist es definitiv vorbei, weil das bringt nichts. Oder? Ich meine, ich habe jetzt 7 Monate gewartet auf eine Antwort, ob du mit mir zusammenbleiben willst oder nicht. Und wenn ich gehe, dann gehe ich. Ja, und so habe ich dann Christina kennengelernt und 5 Tage später dann auch gefragt, ob sie mit mir auf die Reise kommt. Weil sie hat so ein Sabbatical gemacht und hat sie gefunden, sie reist gerne. Und hat gewusst, der Typ kann gut Geburtstag ausrichten. Also kann er vielleicht auch eine gute Reise ausrichten. So. Also kann er auch eine gute Reise ausrichten. Dann sind wir zusammen auf der Reise. Und haben dann noch einmal Australien bereist, weil wir ja wollten wissen, wo wir gewesen sind. Mhm. Wir haben dann alle Hände voll. Und die haben es kennenlernen. Die haben ja nichts gesehen. Sie sind zwar da gewesen, aber die haben nichts gesehen. Genau. So 2-3 Sachen haben wir noch an uns erinnert. Aber es war wirklich super gewesen. Es ist so lustig. Es gibt doch den Spruch, man kann einander schmecken. Mhm. Und das ist genau so eine Situation. Ich habe das Gefühl, ich habe die Frau so gern, also ich habe sie so gut können schmecken. Also, mhm. Ich habe das Gefühl, ich war schon immer mit ihr zusammen gewesen. Ja. Und da gibt es auch etwas Schönes. Da kann man sicher sein, auf dieser Welt gibt es ganz einen Haufen Menschen, die man gerne könnte schmecken könnte. Und das passt, aber das ist auch gut so. Also auch wenn man in einer grossen Trauer ist, weil man jemanden verlieren würde, irgendjemand wartet etwas anderes. Yeah. Aber schön ist natürlich, wenn man mit dem Menschen, den man so gut kann schmecken kann und so eine Liebe hat, wenn man mit dem natürlich darf, auf eine Reise gehen. Und die Reise ist jetzt doch auch 17 Jahre. Und darum auch die Verbundenheit zu Australien? Ja, total. Jetzt sind wir das letzte Jahr sind wir 8 Monate gewesen. Und jetzt noch eines 4. Mhm. Und die Kinder lieben es auch. Sie lieben es. Also sie haben es zwar jetzt total lässig in Egeri an der Schule und sind auch traurig gewesen, das musste gehen, aber kaum sind sie wieder da gewesen. Also der Luca, der Kleinste, ist ein Ossi. Also der liebt es. Beach und Surfen und seine Kollegen. Und die Schule fährt am 9. Jahr, am 3. ist sie aus und dann ist a lot of sports. Und sie gehen halt auf Talents und wenn dir etwas nicht gut bist, dann, hey, you can't yet, but maybe tomorrow, or in a week, in a month, but you're a lovely person. We love you so much. Yeah. So. Ich finde Australier als Volk find ich wahnsinnig angenehm. Mhm. Sie sind lustig, sind zuvorkommend. Also es ist immer so ein bisschen... Es tönt so blöd, weil ich will eigentlich nicht Nationalitäten Schubladen machen, aber du merkst halt schon, dass die auf einem eigenen Kontinent sind und du sich merkst etwas viel, selber aufgebaut haben. Sonne. Yeah. Easy going, weg. Sie sind Engländer und Engländer sind ja lustig. Also ich bin auch wahnsinnig gerne in London oder in England. Das ist so zuvorkommend, höflich. Und das haben sie mitgenommen. Yeah. Hatten so eine easy going natürlich, so laid back, so... No worries, das ist ja no worries, das ist ja typisch Australier.
Und das ist irrsinnig. Hang loose. Hang loose. Das Einzige, was sie sind aber auch sehr nationalistisch. Also sind dann auch in gewissen Bereichen recht brutal. Mhm. Also die lassen dann nicht wirklich selbst. Also auch ich komme gar nicht mehr rein. Ab 45 ist fertig. Für einen Jungen ist es super. Yeah. Aber für nachher ist. Das ist spannend eigentlich. Das würdest du ihnen gar nicht geben. Aber sie können recht brutal sein. Aber im Umgang. Und sie sind nicht oberflächlich. Also in Amerika habe ich das Gefühl eher so, dass man so Smalltalk hat und dann wäre es aber auch wieder gesehen. Und bei den Australiern ist irgendwie so, die interessieren sich wirklich. Where you from? What are you doing? Hey, great. Oh, never been. Auch wenn sie auf Reise gehen, können sie Kinder sofort aus der Schule rausnehmen. Weil das ist immer, it's a chance. That's great. Hey, wow. Mhm. Und hey, congratulations. Die Schweiz, ja, das geht nicht, weil wenn sie es machen, kommen alle anderen. Yeah. Wobei es ändert sich schon auch ein bisschen. Meine Mutter hat auf Mauritius geheiratet. Und das war in einer Woche, wo ich eigentlich Schule hatte. Mhm. So. Und dann war es ein riesen Theater. Und am Schluss ist es bewilligt worden, mit dem Satz, Achtung, mit dem Satz, wo er mir es gegeben hat, unterschrieben, hat der Lehrer gesagt, Man könnte ja auch in Binnigen heiraten. Ja. Das sieht auch aus wie Mauritius. Ja, natürlich könnte man. Ja. Boah, ist das schlecht. Ich meine, ich war auch Lehrer gewesen, und dann, wenn ich bei mir Italiener oder Spanier, die gesagt haben, könnten wir ein bisschen früher gehen, weil dann ist es günstiger. Und dann, ja, logisch. Hm. Logisch. Und wenn ihr wollt, ich kann euch das Zeug noch mitgeben, aber die Schule wird überschätzt. Ich finde, die Schule sollte eigentlich ein Ort sein, wo man den Kind zeigt, wo man Türen aufstossen kann, wo man die Neugier versucht beizubehalten bei den Kindern. Die Freude. Es ist eigentlich ein Ort von der Freude, von der Neugier, von Miteinander und Begeisterung. Und eben Talente fördern, ein bisschen hineinschauen, wer ist wo. Ja. Super. Ja, ein irrsinnig schöner Beruf. Und ich muss sagen, es hängt am Schluss immer auch vom Lehrer ab. Und es gibt fantastische Lehrer. Und absolut. Auch dort, wo meine Kinder sind, ist wirklich schön. Aber wenn du das Pech hast, dass du einen Vollpfosten hast als Lehrer, dann hast du wirklich Pech gehabt. Ja, und mittlerweile haben auch Lehrer Pech. Lehrer Pech, wenn sie Vollpfosten haben von... Habe ich jetzt schon ein paar Mal gehört, dass das irgendwie... Es gibt sogenannte Arschlochkinder, das sage ich jetzt einfach wirklich Eltern aus Arschloch-Eltern rauskommen. Genau, und die Eltern über alles setzen, was erlauben sie sich. Und du hast auch nicht mehr den Zugriff und ich finde das auch falsch. Weißt, ich bin kein Freund von Autorität, also, aber eine gewisse Autorität darf dir eben nicht entzogen. So jemandem mal eine Leitplanke setzen, hey, stopp. Mhm. Oder einmal, es gibt ein Kind, ich bin auch so jemand gewesen, man hat mich mal gesagt, hey, da ist fertig. Mhm. Und lass, wir müssen einen Weg finden. Mhm. Oder jemanden in den Arm nehmen und trösten. Genau. Du bist ja sofort pädophil. Also, eben darum, ich sage, wir sind in einer ganz komischen Zeit. Mhm. Ich habe nie mehr vergessen, ich meine, wegen pädophil, ich habe vor 2 Jahren eine Waldspielgruppe begleitet von meinem Sohn. Im Winter, die alle in den Dings sind, und dann hat der David oder wie der Geist müssen ein bisschen, und dann sagt die, kannst du ihm helfen? Und ich, ja, klar. Und dann, komm, David, gehen wir das in den Baum. Und dann, so, und jetzt sind wir noch Schnäbeli. Hey, im Galopp bin ich auf die Mutter gesehen. Ich habe gesagt, einfach, dass du es weißt, ich habe nur einen Block, weißt du, mit seinen Händen. Das ist für mich, aber vor 10 Jahren hätte ich gar nie darüber nachgedacht. Yeah. Aber ja, aber es ist ja gut, dass man so ein Bewusstsein kriegt. Auf der einen Seite aber, und auf der anderen Seite. Aber es darf nicht kippen. Machen. Yeah. Kollegen von mir, die machen das so. Ich habe gelernt, Hoverhand. Ah, okay. Du hebst den Arm, also sprich, du tust deine Hand nicht an die Schulter legen, sondern um die Schulter herum. So, also dass es dann quasi so ist. Und weißt du, wer der Meister ist in dem? Der Will Smith. Wirklich? Haben sie jetzt einmal so rausgesucht, alle Fotos mit dem Will Smith, wo irgendjemand ein Foto mit ihm macht, er hebt sie nicht wirklich, sondern hat einfach so die Hand, so mit einem leichten Abstand. Wahnsinn. Ja. Overhand. Ja. Wir haben früher noch richtig drum herum. Gut, und ich habe schon viele Geschichten gehört und auch schon selber erlebt zum Teil, wo du machst Fotos mit jemandem und dann tun sie dich. Ja.
ja, ziemlich deutlich begrabst. Das ist richtig. Habe ich alles auch erlebt. Wo du wirklich merkst, dass so jemand sucht deine Nähe. Ja. Und dann ist es dann natürlich auch ein bisschen unangenehm. Es ist dir sogar auch unangenehm, auch bei einer Person, die du noch würdest finden, ist attraktiv. Aber es wird dann in dem Moment ein bisschen komisch. Es ist ja komisch. Ja. Es ist ja grundsätzlich schon eine komische Rollenverteilung zum Start. Also es funktioniert ja. Also Nähe kann sehr komisch dann werden, finde ich auch. Das ist ja wie wenn jemand ein bisschen zu nahe mit dir redet. Ob sie jetzt Mundgeruch haben oder nicht. Aber es gibt die klassische Distanz, wenn die durchbrochen wird, ist so ein bisschen. Genau. Nein, spannend. Aber eben, das ist dann unsere Aufgabe, genau mit diesen Geschichten auch zu arbeiten, umzugehen und die Leute zum Lachen bringen. Ja. Und vielleicht auch wieder zu entkrampfen. Ich finde wirklich, man muss die Leute auch ein Stück wieder entkrampfen. Mhm. Eben auch mal nicht nur über die Schule schimpfen, sondern auch über das Elternhaus schimpfen. Ich meine, es ist so zweiteilt. Einerseits sage ich mir, wir kommen jetzt immer mit dem Bildungsauftrag. Sage ich, jawohl, Bildungsauftrag, super Idee. Aber es gehört eben auch noch der Auftrag dazu, dass ich eine ältere Zeit habe, dass ich die wirklich wichtigen Sachen am Kind kann auf den Weg geben kann. Das ist Anstand, Respekt, Liebenswürdigkeit und ein paar Regeln, die es nachher am Lehrer einfacher macht, mit dem Kind zu arbeiten. Mhm. Weil es gibt dann, ja, es ist auf eine bessere Situation. Nur wenn ich die nicht mehr überkomme und sie gehen in die Schule und nach der Schule neues Dings und dort und nachher dort und noch Hausaufgaben. Also dann ist eigentlich, wird schwierig. Plus noch eine Politik, die dir zeigt, dass du mit Lügen anscheinend durchkommst. Ich finde es spannend. Syrien-Konferenz, also, habe ich gefunden, da sitzen zwei Parteien zusammen, das sind alles nur Lügner. Yeah. Plus noch die, wo Stellvertreter, auch Lügner. Und alle tun so, als würde man wirklich jetzt etwas wählen. Und du weißt, als, ich sage vernünftig denkender Mensch, das ist eine grosse Lüge. Und es ist eine, wie immer, auch eine grosse Enttäuschung. Jetzt, was soll ich meinen Kindern sagen? Ganz clever durchs Leben. Das heisst, immer ein bisschen grenzwertig. Schwierig. Schwierig. Weißt du, vielleicht ein bisschen bescheissen einmal, weil wenn du nur nett bist, dann kommst du auf eine Ranze. Es ist total mühsam. Und die sogenannten Werte, bis ehrlich, bis anständig, mach, weißt du, also, ja, da gibt es einen Haufen, die Werte, die kommen voll unter die Räder. Ja, merci vielmals, Papi, Mami. Danke vielmals. Wir haben ständig aufs Dach bekommen, weil wir genau das machen, was ihr uns gesagt habt. Aber das, also bei mir ist das zum Beispiel so gesehen. Und ich habe das Gefühl, auch dort, es muss nicht mal bis zum Tod sein, aber dort die Zeit zeigt dann, dass es trotzdem richtig gesehen ist. Ja. Weil natürlich bin ich oft gemobbt und verschlagen worden, weil ich so ein bisschen in meiner eigenen Welt war und ein bisschen ein Trottel und. Und zu nett, eigentlich, als Bub. Eben, dann verlierst du das irgendwann, findest du auf einmal so, jetzt geht es um mich. Und irgendwann kommt das dann aber wieder auf dich zurück, wo du dann merkst, das sind eben schon die richtigen Werte, die man gekriegt hat. Ja. Am Schluss, ich glaube auch am Schluss, eben, die Schlussabrechnung, die machst du irgendwann. Und ich glaube, wenn wir nochmal auf den Spiegel zurückkommen, ich schaue, mein Spiegelbild heute, also ich schaue mich nicht an und finde, ich bin ein wahnsinnig schöner Mensch. Also das habe ich auch schon gefunden, so, hey, boah, sehe ich gut aus. Und dann ist mein Sohn nachher rausgegangen. Dann habe ich das Elend gesehen. Nein, aber es ist wirklich so, dass ich, heute kann ich in das Spiegelbild hineinschauen und denke, das ist alles gut. Ja. Und es tut nicht weh. Und darum eben, no problem. Ja, no problem. Hast du das schon parat, das Programm? Oder? Viel geschrieben schon. Ja? Aber ich muss jetzt einen Haufen Sachen ordnen. Und das mache ich jetzt dann in Australien. Und dann werde ich mit meinen Sparringpartnern wieder zusammensitzen. Das sind immer so 3-4 Tage. Irgendwann. Früher bin ich noch viel auf Mallorca gewesen, beim Rolf. Es war eine gute Atmosphäre da gewesen, weil der Rolf selber auch, Rolf Knie, selber eben auch ein sehr kreativer Mensch ist und du spürst die Kreativität im ganzen Haus und ich konnte immer super arbeiten und bin für das auch immer sehr dankbar gewesen. Und ja, jetzt mal schauen. Aber
Also schreibst du dann wirklich, hockst du an und sagst, ich schreibe jetzt? Oder bist du auch so einer, der hier eine Idee schnell aufschreiben und... Mache ich auch, also alles. Ja. Also, wobei ich zwinge mich nicht jetzt irgendwie... Ich kann es ja nicht zwingen, also ich kann vielleicht einmal so ein bisschen Konstrukt legen und dann... Ich tue auch viel lesen, also mich einlesen in Themen. Und versuche dann die auch, also ich sage immer, ich bin der König vom Halbwissen, also von Wikipedia. Das ist mir noch gerne als Komiker. Ja, das macht nur einen Eindruck, wenn du Statistiken kannst herbeiziehen und so. Und dann natürlich lebe ich auch davor, dass ich eben zwei, drei gute Spannungspartner habe, wo man dann die Geschichten kann besprechen und rein spielt plötzlich und der andere ist eher der schreibt und dann ziehe ich mich wieder zurück und gebe allem, also ich gebe immer zuerst die Vorlage und tue all das, was dann wieder dazugekommen ist, wieder zu einer Nummer machen, die mit mir zu tun hat. Am Schluss muss ich ja meine Geschichte erzählen, mein Empfinden, mein Gefühl. Es ist manchmal schon so, dass der eine oder andere sagt, ja, aber wo ist meine Line, die ist doch so schön gewesen. So, ja, die ist leider über Klippen. Klippen gegangen. Ja, es gibt sicherlich Sachen, die schön sind zum Interpretieren, gute Geschichten. Aber ich merke immer, wenn es nicht meins ist, dann tue ich mich schwer. Ja, und es wird ja zu deinem, wenn. Das eine ist eben ein Text, den du in irgendeiner Art und Weise hast, aber gewisse Nummern, die könntest du als Text niederschreiben, also von dir, und das wird lesen, würde es sich beschissen. Ja, Dr. Hugo Iweiss, oder die mit den Pillen und Zäpfchen, oder? Das ist jetzt zum Beispiel eine Nummer, die habe ich zwei Stunden niedergeschrieben gehabt. Die ist einfach so gekommen. Ja. Der Weiss hat mich, aber der René Tanner hat mich inspiriert dazu. Der René Tanner ist also einer meiner besten Freunde. Und auch ein sehr lustiger Mensch. Sehr lustig und wahnsinnig lustig. Eigentlich auch, er hätte gerade so gut können auf die Bühne. Ja. Er hätte einfach immer gefunden, also für gewisse Weise ist cool, aber... Und der hat mich wahnsinnig inspiriert. Und auch wenn du die Nummer liest, dann ist das so... Das ist eine Nummer für Spastiker, oder? Ja, also Sprungbrett. Sprungbrett hat mir übrigens habe ich nicht selber erlebt, sondern das hat ein Arzt von mir, der mich behandelt hat wegen der Schulter, hat mir die Geschichte erzählt von ihm und seiner Tochter. Und er war Kunstturner. Und er hat gefunden, komm, ich zeige dir das mal schnell. Und hat sich dermaßen auf der Ranze gelegt. Und dann habe ich gesagt, du darfst die Geschichte haben. Sagt er sicher. Und da habe ich sie zu meiner Geschichte gemacht. Weil natürlich weißt du, wie auch ich, hey, easy, ich zeige es dir jetzt, wie es geht. Und dann merkst du plötzlich, Scheibe, 3 Meter, wow. Und eigentlich erzählst du den Leuten gerade von Anfang an, es kann nur scheitern. Und jeder weiss, wie sich das anfühlt. Und dann ist die Schadenfreude und die Freude natürlich gross. Dann dürfen ein Teil sein von einem Scheitern. Ja, und gerade diese Nummer zum Beispiel ist für mich ein Paradebeispiel, die geht etwa 5 Minuten. Und die Geschichte ist eigentlich wirklich nur, ich wollte zeigen, ich bin ein geiler Sicht, komm vom 3 Meter, blamier mich. Genau. Das ist in einem Satz erklärt. Ja. Aber drum, wenn du das dann lesen würdest, würdest du sagen, ja, ist okay. Aber was denn wirklich passiert mit dem ganzen Drum und Dran? Milchischuss. Und in dem Moment, wo du abdruckst, merkst du, Scheibe, Milchischuss und ziehst 2 Kondens. Das sind eben dann die Momente, wo du Bilder schaffst. Das finde ich auch hochinteressant. Wenn du schaffst, dass das Publikum deine Bilder, natürlich mit ihren eigenen, aber wie in einem Comics das übernehmen. Ja. Darum lachen sie so. Also, dass du sie an der Hand nehmen und auf deine Reise mitnehmen. Jedes Mal fasziniert. Ich könnte auch nicht sagen, was ist komisch oder nicht. Also, wenn ich etwas schreibe, denke ich mir, ich lache zwar darüber, aber finden das die Leute auch lustig? Ja. Ich weiß es nicht. Darum ist es jedes Mal... Premieren ist eigentlich jedes Mal eine komplette Überforderung, finde ich. Dann spielst du das erste Mal wahrhaftig. Hast du es vielleicht schon ein paar Mal probt, dann mit deinen Musikern rundherum. Lachen tut eh niemand. Ja, also nach der 5. Probe ist eh tot, oder? Tot. Komplett überprobt. Und dann zweifelst du an allem. Ja, und nachher gehst du raus. Und dann kommen die Lacher und ich bin einmal... Also, das ist die einzige Überforderung, die ich einmal habe. Andere böse... Und das ist auch... Yes!
Und dort, wo der, und jetzt kommt der Burner. Nicht. Und dann probierst du ihn nochmal aus und dann gibst du ihm noch die letzte Chance zum dritten Mal und dann merkst du raus. Ja. Und dann kommen aber andere Sachen rein, die spontan kommen und sagst, aber hätte sie nicht können erfinden, oder? Aber das finde ich so faszinierend, dass eben genau die, wo du das Gefühl hast, das ist der absolute Knaller, mhm. Das ist es nicht, aber etwas anderes, ja. wo du dort mehr so nebenbei hast, das ist der Knaller. Ja. Mhm. Und dort lohnt sich das Verweilen oder aufzubauen. Yeah, yeah. Du bist mal bekommen im Balz bei uns auftreten zu Basel. Das ist lässig. Und dann hast du eben die Sprungbrettnummer ja. ausprobiert. Genau. Und nachher hockst du in der Pause, hockst du hinten, und ich weiss nicht, dort hast du auch schon über 30 Jahre lang auf der Bühne gestanden, und dann sagst du, es ist unglaublich, dass das so funktioniert, mhm. und dass die dort so gelachen haben, und dort so. Mhm. Und das ist für mich, ist das so eine mega schöne Moment von der Emanzipation gesehen, mhm. Erkenntnis, klar, das wird immer so sein. Ja, weißt? Ja. Und das ist mega beruhigend gesehen, mhm. weil du hast so, wenn du anfängst, hast du eben so das Gefühl, ich muss eben mich finden auf der Bühne und ich muss schauen, dass das funktioniert. Und ich weiß es nicht. Und dann gibt's so Menschen, wo du schaust die an und hast das Gefühl, die wissen immer, was funktioniert. Mhm. Das ist für die wie klar. Ja. Die schreiben etwas Neues und gehen auf die Bühne und es passt alles. Ja. Und dann merkst du, nein, nicht ganz. Da noch ein bisschen, so. Und darum ich hatte das Erlebnis mit der Ruth Maria Kubitschek. Yeah. Die hat meine Mutter gespielt in einem Film. Und dann habe ich gesagt, hey, wie machst du das? Das ist ja wahnsinnig. Dann sagt sie, glaub nicht, dass das für mich einfach ist. Es ist jedes Mal das erste Mal. Yeah. Ich meine, es ist dort schon Ende 70 gewesen. Und ich so, ehrlich? Und weißt du, die haben Sachen abgeliefert, wo du daneben gestanden bist. Ich werde nie mehr vergessen, in eine Szene müssen spielen mit einer Kollegin. Die Frauen treffen sich nach 25 Jahren wieder. Das waren damals dicke Freundinnen gewesen. Und es hat einen Streit gegeben und sie haben nie mehr miteinander zu tun haben. Und aus einer Situation kommen die wieder zusammen. Und dann ist zuerst Kälte und dann schauen die sich an und dann ist es eine Bemerkung und dann brechen beide Tränen aus und schliessen sich in den Arm. Und wir sind, das ganze Team so, und wir haben alle vergessen weiterzuspielen. Und dann mussten wir nochmal ansetzen und sie haben es nochmal gemacht. Und zwar 5-mal. Und für mich ist das so, das ist eben dann, wo ich gefunden habe, wow. Aber trotzdem hat sie gefunden, weißt du, auch ich immer wieder. Jeder Film ist für mich neu. Es ist nicht so, dass es einfach die Routine hilft dir, dass du einen gewissen Erfahrungswert hast oder sagst, okay, schief kann nur laufen, dass ich einen Hänger habe oder dass etwas nicht so gut kommt. Aber eigentlich habe ich mich vorbereitet und aufgrund von meiner Erfahrung muss man jetzt in die Hose machen, ob da jetzt 1'000 oder 10'000. Ich finde es viel schwieriger, von 4 oder 5 Leuten aufzutreten. Yeah. Also abgesehen davon. Das, was jetzt im Moment für mich ein bisschen komisch ist, im Hallenstadion es passiert noch viel über das Wort bei mir. Mhm. Und es ist einfach wirklich riesig. Und du musst ein anderes Tempo ansetzen. Und du kannst die Reaktionen nur so yeah. schwerfällig tragen. Also für mich wäre es nie ein... Also in Halle zu spielen, ist für mich jetzt kein Ansporn. Das finde ich so faszinierend. Es gibt ja Comedy Nacht XXL, genau. wo ja eben genau. so eine 16'000er Köln Langsessarena, was weiß ich. Mhm. Und das Lustige ist, dort hast du 2-3, so Kippenkuss und so, wo auch sonst die Grösse spielen, oder der Kristall, der es moderiert, oder wer auch immer dann. Mhm. Und dann hast du aber viele, die zum ersten Mal eben so eine grosse Halle bespielen. Mhm. Und du merkst, wie der Auftritt einfach nicht so gut ist wegen dem. Weil sie kommen auf die Bühne und die ersten 2 Minuten ist so, hey, ja. Na, hallo, wie geht's denn so? Weil sie überhaupt sich schon mal daran gewöhnen und, ja. und will halt bei 16'000 Leuten, es kommt immer irgendein Feedback. Ja. Und wenn du jetzt zum Beispiel 500 hast und es lachen noch 50, ja, ja. dann gehst du gerade weiter. Ja. Aber wenn bis 16'000, 1'600 lachen, dann findest du, ich muss Pause machen. Mhm. Ein bisschen warten. Und durch das kriegt es so einen komischen Rhythmus. Ja. Und dann so,
Und dann war ich dort und hab das und das gesagt. Und du schaust. Ja, ja, ja. Und wenn du das dann schaust, und die, die eben das öfters spielen, ja, also siehst du ja bei den Amis, Kevin Hart, irgendwie so London O2, da zieht durch. Bam, bam, bam. Und eben, ist dann scheißegal, wenn mal 5'000 lachen. Ja. Er zieht weiter. Ja. Und McIntyre auch. Das ist ja so ein... Michael McIntyre. Wahnsinn. Und erzählt aber nicht andere Sachen wie mir. Ja, ja, ja. Das finde ich eben auch noch spannend. Ja. Das ist manchmal so eine Geschichte, wo ich denke, das wäre noch interessant. Ich würde gerne mal Sachen auf Englisch machen, Französisch. Also ich mache jetzt ein Französisch. Wirklich? Ach du nein. Ach du nein. Ach du nein. Oui, j'avais absolument. Hey, nein, sagst du. Oh. Ach, sur la glace. Oui, sur la glace. Et j'étais sûr de refroidir le monde comme ça à 2 degrés. Ta. Greta. Ich habe keine Ahnung, wie die reagieren, oder? Das wird noch lustig. Ja. Aber ich muss es wirklich lernen. Yeah. Also ich fahre nachher auch heim, ich muss eben waschen. Und dann werde ich auch meine französischen Texte machen, ich habe jetzt noch 5 Tage Zeit. Und nach dem Dienstag, nach Lausanne, wird es dann ein bisschen entspannter sein. Mm. Aber ich merke eben, wie gesagt, da spüre ich eine Anspannung. Und witzigerweise aber, eben weil ich jetzt so lange dabei bin, jetzt werden es dann 40 Jahre, irgendwie, ja, es kann nicht, wenn es in die Hose geht. Ja, okay, dann ist es halt. Und, aber was mich würde ärgern, wenn ich es nicht probiert hätte. Ja. Yeah. Aber das ist jetzt gerade in einer so einer Hure, grossen Halle. Das ist jetzt, ja, das ist jetzt gerade ein bisschen gross. Aber es spielt keine Rolle. Aber das schließt der Kreis eigentlich zu dem, was du mir damals gesagt hast, dass man keine Angst darf haben. Genau. Gang ohne Angst durchs Leben. Genau, keine Angst. Scheitern ist ja nicht gleich Scheitern aufgeben, sondern Scheitern ist man lernt wieder etwas. Mhm. Und eben, es braucht es, weil sonst könnten wir uns nicht alle die Geschichten erzählen. Richtig. Ja. Umarmes Leben. Sehr schön gesagt. Sehr schön gesagt. No problem, ab Herbst auf Tour. Vielen, vielen Dank. Danke auch. Bist du gekommen und hast die Geschichte geteilt. Alles Liebe und bis ganz bald. Jetzt nehme ich dich in den Arm. Ah! Schön gesehen. Ja, wirklich. Voll geil. Hey, herrlich. Wie lange haben wir gemacht? Ich habe extra Rekord. 1,51. Boah! Ah. Boah. Super. Hey. Hey. Was für ein Trip! Nee, merci vielmals. Schurenlässig sind, danke. 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 Ja.